vor keinem Leben wir mehr Freude und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch genauer sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Und Sülz rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Weihnachtsfolge von trotzdem hier, dem Podcast unter den ersten FC Köln-Tannenbaum. Das habe ich gut gerettet, weil ich glaube, ich mich komplett verhaspelt habe. Diese Folge findet ihr hoffentlich unter eurem Weihnachtsbaum, wenn ihr am 24.12. euren Podcatcher aktualisiert habt. Und wenn da alles gut gegangen ist, dann habt ihr die Folge jetzt gerade vorrätig und könnt sie noch anhören, bevor oder auch während der Besuch zum Kaffeetrinken da ist. Ne, wenn Oma und Opa euch wieder mit Geschichten vom Krieg nerven, einfach den AirPod unter die Mütze stecken und hier diesen Podcast hören. Denn wir haben auch was Schönes für euch. Kommt vielleicht ein bisschen spät, um es noch in Geschenke umzumünzen. Aber als Inspiration, was man mit dem Weihnachtsgeld machen kann, soll es euch allemal dienen. Denn heute machen wir die legendäre Follow-up-Folge zur ebenfalls legendären die hässlichsten Merch-Artikel. Und zwar machen wir diesmal nicht die hässlichsten Artikel aus dem Merch-Shop, sondern wir machen die schönsten. Ja, es gibt sie. Es gibt schöne Artikel im Merch-Shop. Manche von uns haben 10 gefunden, die sie sofort kaufen würden. Andere haben sich da ein bisschen schwerer getan. Aber das werden wir jetzt alles nach und nach eruieren. Ich freue mich erstmal aus dem Team trotzdem hier den Daniel begrüßen zu dürfen. Hallo Daniel, grüß dich. Schönen guten Abend aus Köln. Daniel, wann hast du zuletzt im FC-Fanshop was für dich selber bestellt? Tja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich glaube ich, im Sommer habe ich mal ein T-Shirt, ein rotes T-Shirt gekauft. Ich will nicht zu viel verraten. Okay. Es kommt in meiner Liste. Ich kann verraten, ich habe vor 3 Tagen was für mich selber bestellt und es gerade eben aus der Packstation abgeholt. Also ich bin auch mal ein bisschen Opfer dieses Fanshops manchmal. Und apropos Opfer des Fanshops, dann haben wir auch den Jan Lukas in der Leitung. Moin Jan Lukas, grüß dich. Ja, was für eine starke Vorstellung. Ja, danke, dass ich dabei sein darf und ich bin gespannt, ob ich meinem Ruf gerecht werde. Ja, du schuldest uns immer noch Fotos und Videos von dir in der Badewanne mit deinen neuen Badefreunden. Habe ich die nicht intern verschickt? Es kann sein, aber ich glaube nicht für die Öffentlichkeit, oder? Nee, für die Öffentlichkeit, das kann noch folgen. Gerne okay. Auch an Weihnachten. Ja, mach das mal als schönes Geschenk mit einem Schleifchen rum. Super. Um die Badeente? Genau. Um die Badeente, genau. Nicht um irgendwas anderes, was da in der Badewanne rumschwimmt. So, und dann wäre so eine Folge natürlich nicht komplett, wenn wir nicht auch noch die Tessa eingeladen hätten. Moin Tessa, grüß dich. Hallöchen. Auch an dich die Frage, wann hast du denn zuletzt was für dich selber im Fanshop bestellt? Für mich selber tatsächlich Anfang der Saison eine Jacke. Achso, ich dachte ein Trikot. Nee, ein Trikot habe ich diese Saison noch keins tatsächlich. Die sind dieses Jahr nicht so. Karnevalstrikot. Ne? Kann ich verstehen. Okay, ja, dann würde ich doch vorschlagen, dass wir ohne große Umschweife eigentlich direkt mit dem Prozedere anfangen können. Und zwar läuft das wie folgt. Jeder von uns hat sich für eine Top 5 entschieden. Und jetzt stellt jeder erstmal seinen Platz 5 vor. Und die anderen ranken das, also geben Punkte von 0 bis 10. Ich schreibe mir das hier mit. Und dann werden wir nachher einen Gewinnerartikel haben, der schönste Artikel im gesamten Fanshop ist. Wissenschaftlich erwiesen von uns für euch. Und an diesem Vorgehen gibt es auch keine Kritik. Also es ist dann quasi Fakt, dass das so ist. So, Tessa, da ich dich gerade zuletzt drangenommen habe, willst du vielleicht deinen ersten Artikel der Menschheit vorstellen? Also meinen ersten Artikel, alles klar. Ich also muss aber fünften, noch einmal probieren. Ich weiß, es gibt kein Karnevalstrikot dieses Jahr, sondern nur ein Jubiläumstrikot. Mhm. Auf das warte ich noch. Ja, haben wir verstanden, glaube ich. Genau, ja, aber dein 5 schönster Artikel, das ist was? Okay, also mein 5 schönster Artikel ist die Steppjacke Rot 22-23 Senior. Aha, warum? Schilder sie uns mal ein bisschen, was dir daran so gefällt. Es ist eine Steppjacke, sie hat ein schönes Rot, hat keinen Klimbim,
und ist sicherlich auch warm. So sieht's ja aus, ja. Habt ihr die gefunden, die anderen? Ich versuche sie gerade zu teilen. Ja, ich hab sie. Ja, genau. Also einfach eine rote Jacke. Auf der rechten Seite ist ein schwarzes Hummel-Logo. Und auf der linken ist natürlich der altbekannte weiß-rot-schwarze Geißbock. Sonst in der Tat nichts. Also keine Hummel-Schulter-Applikationen oder so ein Kram. Schnörkellos. Die ist bestimmt sogar zusammenfaltbar. Kann ich mir vorstellen, dass man in so ein Beutelchen mitnehmen kann. Ja, finde ich jetzt gar nicht schlecht. Vor allen Dingen positiv hervorzuheben, es ist keine andere Schriftzug drauf, ne? Keine geschwungenen Linien, keine, also schlimmen Applikationen, nichts. Also das muss man wirklich, da gibt es sehr wenige Sachen im Shop. Ja, wirklich schlicht, man kann es gar nicht anders nennen, schlicht. Ja, aber ein bisschen glänzend für meinen Geschmack. Findest du, dass die glänzt, ja? Oder ich könnte mir vorstellen, dass die in echt so ein bisschen glänzend ist, aber ich habe sie auch in echt noch nicht gesehen. Das ist ja dieser Polyesterstoff, ne? Das ist immer so ein bisschen glänzend schon. Das ist jetzt aber auch nicht so wie diese Öljacken, die eine Zeit lang so ganz modern waren. Sieht aus wie ein Schlafsack von innen, glaube ich. Ja, genau. Ja. Ja, ich finde die auch nicht schlecht. Ich meine, ich würde mir jetzt, also ich finde sie ein bisschen teuer für das, wie sie aussieht. 90 Euro plus 5 Euro Versandkosten. Dafür sieht die mir ein bisschen zu billig aus für 90 Euro. So, die sieht nicht so wertig aus, als wenn sie ja fast 100 Euro wert wäre. Aber gut, das ist ja so der einzige Aspekt. Und sie sieht an Christian Pedersen ein bisschen komisch aus. Also er sieht nicht ganz so happy mit der Jacke aus. Gut, zur Punktevergabe. Daniel, was gibst du der Jacke von 10 Punkten? Ja, ich sag mal, gut gemeinte 6 Punkte. Also sieht warm aus, sieht irgendwie, es gibt keine Schriftzüge außer dem Emblem und dem Hummelschriftzug. Das gibt schon mal 3 Punkte zusätzlich, also 6 Punkte wäre mein Tipp. Jan Lukas. Also es ist für mich wirklich nicht die Jacke. Deswegen bin ich bei, es muss ja noch Spielraum nach oben sein. Ich bin mal bei 3 Punkten. Okay, da hier. Kritisches Publikum, Tessa, du merkst das, ne? Nee. ich sag mal so, ich würde die mir jetzt nicht kaufen, aber eher wegen des Preises. Habe ich gerade schon gesagt, dass mir die ein bisschen zu wenig wertig aussieht für 90 Euro. Wenn mir jetzt aber jemand sagt, hier, komm, hast du geschenkt, würde ich sie tragen. Und das kann ich jetzt nicht für jedes FC-Merch-Artikel-Ding davon behaupten. Also würde ich dem Ganzen mal... Ich gebe ihm sogar 7 Punkte. Ich bin nicht abgeneigt, ich finde die gut. Wie gesagt, ich finde sie nur nicht wertig genug für den Preis, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich hatte den jetzt auch mit bei mir drin, weil ich dachte, das sieht mir echt ein bisschen billig aus. Ja, das ist halt so ich bleib bei den 3 dann. Ja, also ich sag mal, ohne diesen Hummel-Schriftzug und ohne FC-Logo kriegst du die bei C&A für 40 Euro. Ja. Ja, na gut. Okay, also ich behaupte einfach mal, das wird eher nicht der Sieger werden dann am Ende, aber war ja nur Platz 5, ne? Das heißt, wir haben noch Luft nach oben. Daniel, dein Platz 5. So, mein Platz 5, ich teile ihn eben im Chat, damit alle gucken können. Ja. Sag's auch für die Hörer, wie er heißt. Genau, der heißt Windbreaker Sportstraße. Ja, Windbreaker Sportstraße ist der Klassiker. Ich glaube, den gab's vor 3 oder 4 Saisons, gab's immer. Das ist dieser Windbreaker, der vor allen Dingen blau ist, dann hat er auf der Brust diesen roten und den weißen Strich und nur das Logo. Für mich viele Pluspunkte, weil auch wieder kein Schriftzug, ja. Und gehört für mich irgendwie mit zum Stadionerlebnis, weil gefühlt jeder Zweite diese Jacke hat. Was natürlich auch wiederum, also ein Minuspunkt ist, aber ich sag mal, wenn man sich außerhalb des Stadions auffällt und vielleicht sogar außerhalb von Köln, dann sieht man es natürlich nicht mehr so häufig. Und ich fand den immer gut, der ist irgendwie zeitlos und genau, das wäre mein Platz 5. Ja, Jan Lukas, bepunkte ihn mal. Ja, tatsächlich sehr häufig gesehen. Finde ich auch eine absolut solide Jacke. Ich war einer von denen, die 10 rausgesucht haben und habe mich auch eigentlich für einen Windbreaker entschieden, aber ich habe jetzt einen neuen. Ich weiß, der ist deutlich unpopulärer, aber ich mag es einfach, wenn der Reißverschluss nicht ganz durchgeht. Den hier finde ich aber auch absolut ein Klassiker und auch zu Recht und wäre da jetzt bei, ich war sogar mal kurz davor, mir den zu kaufen. Also ich finde, ja nicht, aber irgendwie hat er mich heute Vormittag beim Raussuchen, ich sag 7 Punkte. Okay. Tessa, kann er mit deiner Sportjacke, Steppjacke rot mithalten?
Haben wir Tessa verloren? Ja, doch, doch, ja. Doch, da. Ich musste kurz überlegen, ich habe die Jacke ja selber, also eigentlich muss ich ja eine hohe Punktzahl geben. Ich finde das aber auch eine der besten Artikel, wirklich auch der letzten Jahre, muss ich sagen. Deswegen auf jeden Fall würde ich 8 Punkte geben. Okay, da bin ich jetzt der Party-Pooper hier an dieser Stelle, ne? Also ich finde den gar nicht schlecht, aber halt für Kinder. Also ich finde diese ganze Farbgebung mit diesem Rot und Weiß da in der Mitte und dieser V-Form, das sieht alles aus wie eine Kinderjacke. Also wenn man sich dieses Bild von Hector mit dem Teil anguckt, das sieht aus, als wenn er von seinem Sohn eine Jacke angezogen hat. Also in seiner Größe halt aber, vom Layout her. Das sind so die Dinge, mit denen meine Schüler halt rumlaufen. Das wäre jetzt nichts, was ich als erwachsener Mensch tragen wollen würde. Für Kinder finde ich den gut. Den gibt's ja, glaube ich, in der Kindergröße. Ne? Also wenn es jetzt danach ginge, würde ich ihm eine hohe Punktzahl geben. Für Männer ist mir das ganze Farbschema einfach zu sehr Kindergarten. Also da gebe ich jetzt nur 3 Punkte für. Ich gebe übrigens 8 Punkte, das habe ich vergessen schon. Nee, wir die nominieren, geben ja keine Punkte. Insofern hast du auch nichts vergessen. Wie war's? Ich gebe keine Punkte, das ist ja ein Skandal. Na gut. Ja nominiert, ne? Na gut. Will ich nicht so sagen. Ja, will noch jemand was sagen zum Windbreaker Sportstraße? Sonst würde ich mal den Jan Lukas nominieren lassen. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob das regulär ist, weil es ja eigentlich um Merch geht, aber ich bin trotzdem, finde, man könnte sowas auch draußen anziehen, gerade weil ich gerne sportliche Sachen anziehe. Und dann habe ich mich für das Aufwärmtop 2022, 23 in die Senior-Version ist ja auch das gleiche, entschieden. Das ist so ein weißer Sportpulli einfach mit einem Reißverschluss, der ungefähr bis zum FC-Logo geht. Und halt, ich mag sehr gerne diese roten Akzente von dem Hummel-Logo und finde es einfach sehr, sehr königlich. Dieses einfach schlicht weiß mit schönem roten Akzent dabei. Wie gesagt, wohlwissend, dass es jetzt nicht zwingend Merch ist, aber ich finde, warum sollte man das nicht so anziehen? Doch, ist auch Merch. Also kann man einen Job kaufen, kann man anziehen privat. Also ich sehe jetzt keinen Grund, das rauszunehmen. Okay. Ja, wie wollt ihr es denn bewerten? Also ich muss sagen, mir gefällt das nicht so. Das sieht billig aus. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Es gibt, also schlicht weiß ja ehrlich gesagt nicht schlecht, aber es gibt keinen Kragen, es gibt irgendwie keinen Reißverschluss, ich weiß auch nicht, einen Longsleeve. 40,46 €, ach nee, ich bin Mitglied, wahrscheinlich 44,95 € plus 5 € Versand ist auch echt happig, sage ich mal. Also solide 3 Punkte. Ja, ich bin ja immer bei Hummel kein Fan von diesen Schulterapplikationen, diese komischen Verkehrsführungslinien, die da immer auf der Schulter drauf sind. Jetzt hier ist es noch besonders schlimm, dass die auf der linken Seite durchgehend sind und auf der rechten Seite nur so einzelne Striche sind, die dann immer einen weißen Strich dazwischen haben. Weiß ich nicht, das gibt mir gar nichts. Und ich finde auch, dass es billig aussieht. Da hat Daniel schon recht. Du hast 3 Punkte gegeben, ne, Daniel? Korrekt. Ja, gebe ich auch. 3 Punkte. Tessa? Ich schließe mich den vorhergehenden Herren an. Ich finde das jetzt auch nicht so geil, liegt aber mehr daran, dass es sehr weiß ist. Also mir ist es für so, außer jetzt Heimtrikot, zu weiß. Und dann auch dieser Reißverschluss, der irgendwie auch so ein bisschen versteckt scheinbar ist, hat so ein bisschen was von Unterzieh-Shirt. Mhm. So Schießer Feinripp in Langarm oder so. Deswegen gibt's von mir, ich bin mal ein bisschen motivierter heute, 4 Punkte. Ja, ich finde gerade auf dem Bild, wo Schwäbe das trägt, sieht das richtig billig aus. Also da sieht's eher ja, ich so muss dazu sagen, ich habe die Streifen oben, dass die auf einer Seite immer nur halb sind und auf einer durchgängig. Da muss ich doch auch nachträglich sagen, das überzeugt mich doch nicht mehr so. Ich habe das mehr angezogen gesehen vor den Spielen auch und da fand ich es immer sehr geil. Aber da habt ihr absolut recht. Okay, ja, dann bin ich wohl dran mit meiner ersten Nominierung. Ne? Ich habe mal eine Cappy nominiert. Ich bin ja leidenschaftlicher Kopfbedeckungsträger, natürlich meistens Schiebermützen, ne? Aber gibt auch ein paar schöne Caps im Fanshop. Und ich habe mir die Cap 940 Heather Gray ausgesucht. Die 9 als Zahl, also 9 als Zahl und dann 40 als Buchstaben, also 9 F-O-R-T-Y Heather Gray. Ist eine graue Cap mit einem schwarz-weißen Logo ohne Rot, also einfach nur alles in so einer Schwarz-Weiß-Optik. Ich finde dieses Fischgrätenmuster sieht edel aus. So ein bisschen dasselbe Muster wie auf der Schiebermütze vom Baumgart.
Ich mag, dass das Logo schwarz-weiß ist. Ich finde, das passt gut zu dem schwarzen Trikot von letzter Saison, diese Cap. Ich würde die aufziehen und ja, ich finde die gut. Ich finde, es gibt generell viele schöne graue Produkte. Also gerade auch die T-Shirts gibt es ja auch in Grau. Keine Ahnung, ob die gleich noch irgendwann vorkommen werden. Aber mich stört dann ein bisschen, also ich will gar nicht jetzt hier diese das alte Argument mit Logo in Schwarz-Weiß, bla. Aber irgendwie gibt mir das dann doch zu wenig. Ja, ich finde es aber, also kann man absolut tragen, man wird jetzt nicht negativ auffallen, aber schön finde ich sie auch nicht. Da bin ich bei so einer 5. Also, was mich, also ich finde es von vorne schön, eigentlich. Also ich finde das Grau okay, ich finde das Schwarz-Weiß-Logo okay. Ich finde dies, was das New Era oder was da an der Seite eingesteckt ist, das sieht auch gut aus. Was mich so ein bisschen stört, absolut in der B-Note, ich mag keine Kappen, die hinten offen sind. Also ich mag die, die hinten geschlossen sind, mit dem Gummizug ganz rum. Und der hat dann hinten, hat das Cap auch nicht diese klassische, dieses Plastikding zum Zuklipsen, wo man die Größe verstellen kann, sondern das ist so ein Stoffding mit so einem Metallhalter dran, wo ein Geistbock drauf ist. Sieht halt leicht billow aus, finde ich. Soll halt edel wirken, sieht aber leider billow aus. Und das wäre für mich auf jeden Fall Grund, die nicht zu kaufen. Ansonsten von vorne eher 8, von hinten eher 2. Also ich komme bei 6 raus. So, noch die Tessa. Ja, für eine Kappe eigentlich ganz nice, schlicht. Keine komischen Schriftzüge drauf, schönes Grau, kriegt von mir auch 6 Punkte. Okay, dann machen wir einen kurzen Zwischenstand nach Runde 1. Der Windbreaker Sportstraße führt mit 18 Punkten, danach kommt die Cap 940 und dann die Steppjacke Rot und dann ein bisschen abgeschlagen das Aufwärmtop mit 10 Punkten. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir wieder von vorne an. Tessa, du darfst den 4. schönsten Artikel nominieren. Ja, und zwar, den habe ich eben schon in den Chat geschickt. Wobei, da muss ich dazu sagen, da gefällt mir wirklich die ganze Serie. Ich habe jetzt den Freizeithoodie Grau Lebe rausgesucht. Da gibt's aber auch verschiedene Versionen, also auch ohne Hoodie. Und dann gibt's auch noch eine richtig coole Jogginghose dazu. Das finde ich echt nice. Also sowohl der Pulli, so auch im Alltag. Aber auch die Jogginghose ist echt schön tragbar. Es hat dann unten am Arm noch so dieses Lebe, wie du bist. Passt auch ein bisschen zur Cappy, ne? Ja. Ja. Ja, das war auch genau einer von den angesprochenen Artikeln. Es gibt sehr, sehr viel so Graues mit dann schwarz-weißem Logo und schwarzem Hummel. Ich muss sagen, ich mag eigentlich diesen Lebe, wie du bist Schriftzug sehr, sehr gerne. Ich habe auch eine Postkarte davon irgendwie zu Hause so ausstehen. Ich finde das aber irgendwie so ein bisschen random platziert, dass am Ende des Ärmels das ist. Ich weiß, bei der Version ist es hinten, glaube ich, nicht drauf, ne? Aber es gibt es, glaube ich, auch noch, dass es hinten auf dem Rücken so einmal so ganz klein oben, wo jetzt hier die Kapuze ist. Das gibt für mich Abzug, aber es ist schon, also fällt jetzt auch nicht so auf, also ich wäre schon bei einer 8. Also random war auch mein Gedanke, dass ich den Schriftzug da auf dem Ärmel. Ich bin bei einer 7, sorry, ich bin bei einer 7. Ja. Wird noch geändert. War noch vor Redaktionsschluss die Eingabe. Ja, also random beschreibt schon diese Position da sehr gut von dem Lebe, so ja auf der Mitte des Unterarms irgendwie, so ganz seltsame Positionierung. Da weiß ich gar nicht immer, also was sich da der Marketingmensch gedacht hat oder der Designmensch, das dahin zu packen. Aber alles andere finde ich auch sehr schick. Eigentlich so ein bisschen die gleichen Argumente wie gerade bei der Cappy. Schlicht, das Logo fügt sich gut in das Gesamtding ein. Hubbel hat auf irgendwelche Schulterspielereien verzichtet. Nicht ganz so schön finde ich diese Naht, die von der Achselhöhle bis zum Hals hochgeht. Ne, wisst ihr, was ich meine? Diese zwei Nähte da. Warum die jetzt da sein müssen, weiß ich nicht. Haben ja andere Hoodies auch nicht. Ich finde, angezogen bei Erich Martel verliert er so ein bisschen. Da sieht er so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht mehr ganz so cool aus wie auf dem ersten Foto. Aber ich würde ihm auch 7 Punkte geben. Also, ich finde auch diesen Schriftzug an sich gut, aber halt, ja, keine Ahnung, wann hat man den Arm so, dass man das lesen kann? Entweder habe ich den Ärmel hochgekrempelt oder es ist irgendwie unterm Arm oder so. Bisschen schade und dafür gäbe es Abzüge. Pluspunkte gibt es bei mir, dass das Ding keine Bauchtasche hat, weil diese ganzen grauen Sporthoodies leiden alle daran, finde ich, dass die immer so eine Bauchtasche haben, die so rausbeult und aussieht, keine Ahnung wie,
scheiße. Ja. Und das hat er nicht, das finde ich gut. Ansonsten ist alles gesagt, ist jetzt unauffällig, könnte ich hier auf dem Sofa anziehen, aber auch zum Brötchen holen oder so. Und ja, 7 Punkte würde ich geben. Okay, 21 in Summe, das ist schon mal eine Ansage. Dann darfst du gleich weitermachen, Daniel. Jo, ich guck mal eben, ob ich das in den Chat kriege. Sekunde. Und zwar mein Platz 4 ist Badeschlappenblau. Ja, allein der Name finde ich schon geil. Was haben Sie da? Badeschlappenblau. Die klassischen Adiletten in Blau kann man immer gebrauchen. Rechter Fuß 1. FC und zweiter Fuß Köln. Das Ö ist der Geißbock mit dem Logo. Schlicht, simpel, kann man immer tragen, im Urlaub, zu Hause, perfekt. Mehr gibt's nicht zu sagen dazu. Top-Produkt. Ja, also ich besitze jetzt keine blauen Badeschlappen, insofern, es würde eine Lücke... Was? Du hast keine blauen Badeschlappen? Ich habe schwarze 93 Badeschlappen tatsächlich. Da sind aber auch schon einmal durch. Die habe ich auch, die habe ich auch. Sind bei mir schon durchgerissen, musste ich schon mit Sekundenkleber kleben. Ich hoffe, dass die FC Köln-Dinger da ein bisschen bessere Qualität sind. Off Topic, die hast du auch in Hanau gekauft, oder? Nee, der wollte mir keinen Rabatt geben. Ah, okay. Hab ich immer gewartet, bis sie bei einem Elf-Freunde-Shop mal rabattiert waren. Ich glaube, letztes Jahr zu Weihnachten oder so. Ja, die Badeschlappen blau zecken mich jetzt nicht so. Da finde ich sogar die 93-Schlappen cooler, muss ich zugeben. Ja, wäre so eine solide 5 von meiner Seite aus. Also mich überzeugen die auch überhaupt nicht. Also ich finde, die sehen tatsächlich sehr billig aus. Klar sind auch Badeschlappen, I know. Aber auch dieses, dass dann der Geißbock das Ö ist, ist eine Idee, aber ist vielleicht einmal kurz, ja, witzig ja auch nicht, aber ist einmal irgendwie kurz ein Hingucker, aber dann wird beim zweiten Denken denkt man schon, weiß ich nicht. Auch dann, dass so auf einem Fuß einfach nur 1. FC, da weißt du auch dann nicht, also klar, man trägt selten eine Badeschlappe alleine, aber ich finde jetzt gerade nicht andere Badeschlappen gesehen zu haben. Ich glaube, die gab es dann nur als Kinderprodukt oder so in Rot, die fand ich auch ganz schön, aber die hier kriegen von mir nicht mehr als 4 Punkte vielleicht, weil Badeschlappen selten schön sind. Ja, hätten wir noch Tessa. Tessa hat hier heute Schwierigkeiten mit der Stummschaltung. Der Jan Lukas darf nicht vor mir reden. Er sagt immer das, was ich auch sagen möchte. Ich glaube auch, die mal in Rot-Weiß gesehen zu haben. Da fand ich die dann doch ein bisschen cooler. Ich mag generell kein Blau und Badelatschen ist jetzt auch gar nicht so meine Welt. Deswegen kann ich mit denen überhaupt gar nichts anfangen. Ich glaube, habe die jetzt beim Durchstöbern auch überhaupt gar nicht gesehen. Deswegen, also mehr als 2 Punkte gibt es da leider von meiner Seite nicht. Okay. 2 Punkte. Ich musste mal nachfragen, Jan Lukas, was hast du gerade gegeben? Ich glaube, ich hatte 4 gesagt. 4. Okay. Leute. Ja, aber dein Windbreaker führte ja bis dahin. Insofern ein Hit, ein Miss. Genau, ich treibe das Feld vor mir her. Ja. Genau. Jan Lukas, du darfst doch direkt weitermachen. Ja, ich werde mit dem zweiten Miss nachlegen, aber das ist jetzt mein kontroverses Ding. Der Wende-Sonnenhut Vereinsstraße. Ich finde schon geil. Oh nein, das ist mein Nummer 3. Echt? Okay, also ich finde das absolut echt geil. Ich bin absoluter Fan von so Anglerhüten, Fischerhüte. Da sind halt jetzt die verschiedenen Logos der Geschichte drauf. Hinten steht dann, glaube ich, noch, was steht da? Also unten steht 1. FC Köln, hinten wahrscheinlich Leve Lang, genau. Die schwarze Seite kann man noch wenden, aber die ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Finde ich absolut geil auf Auswärtstouren. Leute mit so Fischerhüten, also bin ich auf jeden Fall voll der Fan. Aber ich finde, es müsste mehr geben, weil es ist irgendwie auch ein bisschen unangenehm, mit einem Merch-Sonnenhut oder Fischerhut irgendwie zu fahren. So, ich bin immer Fan von Diversität in Anglerhüten in der Kurve, aber... Der ist nun mal der einzige, den es hier gab und der ist auch recht schön. Oben ist noch das Stadtwappen drauf, auf der Plaid sozusagen. Ja, also ich finde den grandios. Okay, Frage an die Regelhüter. Darf ich Minuspunkte geben? Oh, nein. Auf gar keinen Fall. Ja, dann muss ich wohl 0 Punkte geben. Das hässlichste Ding, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Der wäre mir selbst als Topflappen noch zu hässlich. Ah, das ist ja eine Frechheit. Das sieht aus wie irgendwas, was Leute tragen, die sich
bewusst als jemand verkleiden wollen, der im FC-Fanshop Sachen kauft. Leute, die auf Auswärtstouren richtig viel Spaß haben. Ja, das sehe ich auch so. Man könnte mehr davon machen, aber es gibt mir direkt wieder so ein Auswärtsfeeling. Da gebe ich dir recht. Auswärts im Sommer, 35 Grad, schon ein bis zwei Kölsch und so und dann so ein Hütchen auf dem Kopf, bisschen Sonnenbrand auf den Schultern. Ja, nüchtern kann man es auch nicht tragen, das stimmt. Nicht mal Linden Meiner war bereit, das Ding aufzusetzen. Der hat es nur in der Hand. Haha, das stimmt. Aber es wäre auch unpassend. Das ist wirklich kein. Am besten sieht der wahrscheinlich bei nicht ganz so sportlichen Leuten aus. Und ich würde auch sagen, nicht ein, zwei Bier, sondern eher drei, vier. Das heißt, extra für das Ding hätten sie Andi Menger nochmal zurückholen müssen. Daniel, was gibst du an Punkten, wenn es dein Platz 3 ist? Also ich gebe stabile 9 Punkte für den Hut. Dass ich da so ein bisschen gegengearbeitet habe. Tessa, jetzt musst du dich positionieren. Bist du ein Daniel oder ein Dennis? Sorry, Dennis, aber da bin ich dann auch ein Daniel. Also ich habe gedacht, du hättest zumindest Geschmack. Juhu! Nein, aber genauso wie sie es beschrieben haben, das hat einfach Flair, so ein Fischerhut. Ich finde den eigentlich ganz cool. Er ist mir schon ein bisschen zu bunt. Die Szene hatte man ziemlich coolen. Aber ich finde es ganz cool gemacht mit den alten Logos. Und es ist einfach ein Fischerhut. Das ist halt einfach schon, das hat halt schon einfach was. Ich selber habe keinen, muss ich tatsächlich gestehen. Aber ich finde es witzig. Also würdest du ihn selber aufsetzen? Auf jeden Fall. Auf einer Auswärtstour, wie gesagt, ja. 35 Grad definitiv. Okay. Dann gib mal Punkte. 8 gebe ich. 8. Okay. Ja. Ja, zum Glück habe ich Schlimmeres verhindert mit meinen 0 Punkten. Da bin ich auch nicht selber so stolz. Torpediert hast du das Ganze. Du hast die Skala sogar ausgedehnt. Von 1 bis 10 ging es und du vergibst die 0. Habe ich nicht gesagt, dass 0 ist, würde ich nicht mal für Geld tragen? Dann habe ich mir das falsch aufgeschrieben. Wahrscheinlich. Ja, aber das ist eine gute Frage für unsere Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns doch mal unter die Folge bei Twitter. 9 oder 0 oder irgendwas dazwischen, für den Wendesonnenhut Vereinsstraße. Der aber leider aufgrund feindlicher Intervention nicht die Chance hat zu gewinnen. Schade. So, ich glaube, mit Tessa geht's weiter, wenn ich mich nicht verirrt habe. Oder? Nee, ich bin dran. Ha, ja. Ich bin selber dran. Dann, googelt doch mal nach dem Hoodie Universitätsstraße. Der Hoodie Universitätsstraße, ich schmeiß noch hier den Chat rein, ist ein roter Hoodie in einem sehr schönen, kräftigen Rot, wie ich finde. In der Mitte steht schön groß in so einem Harvard-Schriftzug, deswegen heißt der auch Universitätsstraße, steht erst der FC Köln. Darunter ist dann einfach so ein relativ schlichtes FC-Logo, das hat auch so ein bisschen an so ein Universitätslogo angelehnt sein soll. Bisschen schade finde ich, dass dann noch so ein Geistbock da auf dieser Bauchtasche unten links ist. Das gibt für mich Abzüge in der B-Note. Deswegen der Pulli auch nur auf Platz 4 gelandet ist bei mir und nicht irgendwie höher. Aber insgesamt finde ich den schick. Also was ich sagen muss und was ich mich immer frage, man sieht ja immer diese ganzen BWL-Tonis rumlaufen, die dann so eine Stanford-Pulli anhaben oder so. Ich meine, da gibt es in Amerika Leute, die rumlaufen mit einem Pulli von einer Fernuni Hagen oder sowas. Ja. Also dieses Universitätskram, das ist ja alles schön und gut, wenn ich dasselbe war oder so, hier Uni Köln, alles okay, aber dass man die so gerade in den USA oder auch hier bei irgendwelchen Modeläden, dass man das so Pullis kriegt, wo dann Stanford oder Harvard draufsteht, das finde ich doch immer, naja. Also ist nicht mein Ding und dieser Pulli reiht sich nahtlos ein, Bauchtasche, Abzug sieht immer scheiße aus, sieht immer aus, als wenn man die mega Plauze hätte, hängt immer nach vorne, ebenfalls bei Leuten, die so semi-sportlich sind wie ich. Den Schriftzug finde ich mittel. Dieses Logo unten sieht aus wie ein Bierdeckel. Die Farbe ist mir irgendwie auf jeden Fall in dem Bild zu grell. Die Kapuze ist so klein, die kann man gar nicht richtig aufsetzen. Also ich mag das, wenn die Kapuzen so groß sind, dass man die auch übers Cap ziehen kann oder so. Das kann man da auch 1000%ig nicht. 4 Punkte. Okay, weiter geht's. Jan Lukas. Ja, vielleicht eher Tessa, sonst habe ich ja wieder, sonst kretsch ich wieder rein und sag das. Ja, da hast du recht, Tessa, dann darfst du jetzt. Danke, Jan Lukas. Also generell finde ich den gar nicht so verkehrt. Ich finde, das ist ein schönes Rot. Ich finde auch, der Schriftzug ist fein. Was mich wirklich stört, ist das Logo unter dem Schriftzug. Also Daniel sagt ja gerade irgendwas mit Bierdeckel, das kommt schon ganz gut hin. Und auch die Bauchtasche. Aber ansonsten finde ich ihn eigentlich echt schön. Ich würde jetzt mal sagen, der kriegt von mir 6 Punkte. Und, wer ist das Gleiche gewesen, Jan Lukas?
Na, also ich würde noch auf andere Punkte verweisen, aber das hast du auch schon gesagt, dieses tatsächliche FC-Logo da unten hätte man sich einfach sparen können, weil meiner Meinung nach liegt die Stärke von diesem Pulli darin, dass er eigentlich schlicht sein sollte mal ursprünglich. Und dann hat man irgendwie noch zwei Ideen gehabt mit diesem Bierdeckel-Ding, was dann auch nochmal mit drei verschiedenen Layern irgendwie da ist. Und dann irgendwie musste unten doch noch der richtige Geißbock hin. Wenn da einfach nur weiß auf rot 1. FC Köln stehen würde, fände ich das Ding 10-mal schöner. Und so gibt's auch von mir irgendwie auch nur. Ja, hat dann auch dieser Dom unter diesem Bierdeckel auch noch. Also das, je länger man guckt, desto weiter gehe ich runter und deswegen bin ich bei 3 Punkten. Aber eine schöne Idee eigentlich. Hätte sehr schön sein können. Ja, also denselben, wirklich nur mit dem FC Köln, 1. FC Köln-Schriftzug, ohne diese beiden Logos da, hätte von mir sogar eine 10 von 10 dann bekommen, tatsächlich. Wobei ich muss, glaube ich, mal reingrätschen in dieses Logo unten in der Ecke. Das hast du, glaube ich, bei allen Sweatshirts. Das ist einfach Standard im Shop. Aber gibt es nicht welche, wo das einfach auf der Naht ist, quasi rechts, wo die Niere sitzt und nicht auf der Tasche? Nee, tatsächlich sind die, glaube ich, alle da unten Ach irgendwo so, ja, angesiedelt. stimmt, du hast recht, ich gucke gerade ein paar andere Hoodies an. Ja. Aber dann ist es halt immer schlecht. So, Ja, also warum? dann wollte ich gerade sagen, immer Das ist richtig. Abzug. Ja. Ich finde übrigens, Christian Pedersen sieht immer extrem unbegeistert von diesem Fotoshooting aus. Also egal, was er trägt. Er sieht immer irgendwie unhappy aus. Ja, absolut. Wahrscheinlich kennt er das nicht aus. Welchem Verein kam der in der Championship? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Vielleicht Birmingham haben, vielleicht? ja, irgend sowas, ne? Vielleicht haben die schöneres Merch als wir und der ist ein bisschen aus allen Wolken gefallen, als er das gesehen hat. Keine Ahnung. Gut, weiter geht's. Wer möchte? Wir fangen eine neue Runde an. Wenn keiner will, dann darf Daniel wieder eröffnen. Nee, Tessa eröffnet. Ich habe auch schon in den Chat geschmissen, und zwar das Baby-Hoodie Böckingstraße. Also ich muss echt sagen, die Babysachen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es für Kinder und für Babys ist und irgendwie alles immer süß scheint. Also da gibt es wirklich immer tolle Sachen und ich finde den Pulli mega nice für ein Kind. Also jetzt nicht für mich oder für euch, sondern einfach als Kinderpulli. Glaube ich, auch als Kind trägst du den gerne, weil der da so ein bisschen was zum Rumspielen hat und so. Meinst du etwa den Timo Horn Gedächtnisbad da unten? Zum Beispiel, der aber ja in dem Fall zum Hennes gehört. Und Hennes zieht ja bei Kindern bekanntlich immer sehr gut. Ist ja auch mehr so ein Peter Stöger-Gedächtnisbad, oder? Ja, das stimmt. Aber wenn es kommt darauf an, wo du dir das Kind denkst, ne? Kann auch was ganz anderes sein, wenn man bedenkt, wo das beim Kind sein würde. Leute, es ist ein Kinderpullover. Könnt ihr bitte aufhören? Dann hat sich Das ist trotzdem überhaupt gar nicht gedacht. So habe Das ich hat gar sich aber nicht. irgendein Marketing-Mensch halt auch nicht gedacht, dass Kinder das anziehen, dass dann eben das dann in der Mitte des Körpers ist, dieses Ding, dieser Flaum. Naja, also ich sag mal so, meine Kinder sind schon ein bisschen älter. Heute würde ich damit, glaube ich, keinen Blumentopf mehr gewinnen. Aber ich sag mal so, vor 10 Jahren, so mit 3, 4, wäre das, glaube ich, okay. Design okay, rot. Ich finde diese weißen Streifen am Ärmel so ein bisschen random irgendwie. Keine Ahnung. Sieht aus, als wenn der Arm da, als wenn dann so eine Binde drum gemacht ist, warum auch immer. Ich fand aber die Idee mit dem Geist, mit den Hörnern und dem Bart, so finde ich ganz lustig. Und ja, würde ich vielleicht verschenken, wenn es, oh, es geht, 40 €, naja. Also es geht in Anführungszeichen, ne? Für Fanshop-Verhältnisse. 6 Punkte. Die Frage, die ich mir jetzt als Nicht-Vater stelle, die Größe ist 116. Wie alt ist ein Kind, das 1,16 Meter ist? Also, das sind doch bestimmt schon irgendwie so Ich glaube, das sind acht, keine neunjährige, Gründe. oder? Sind das Metergrößen? Tessa, weißt du das? Ich weiß nicht, ob das Da kenne Körpergröße ich ist, mich aber tatsächlich gar nicht von aus, ja. aber mein Neffe ist 2,5, der hat jetzt, glaube ich, irgendwie 98. Also ich Ehrlich. denke so bis. Ja, 3, 4 würde ich sagen, höchstens, ehrlich gesagt, aber ist nur so geschätzt. Aber da passt es dann ja auch rein, ne? Ja, das hat meine Frage, weil jetzt, also ich sag mal, für einen 10-Jährigen wäre es vielleicht schon ein bisschen drüber. Für ein kleineres Kind, wie hier auf dem Foto, so ein, Es ja, heißt ja auch 4-jähriges Baby-Hoodie, Mädchen. ne? Also. Stimmt, ja. Also für ein kleines Kind ist okay, ist auch wirklich Also, witzig. wenn ich meinen Älteren da in der 8. Klasse mit zur Schule schicke, mit so einem Pulli, da kommt er mit 2 blauen Augen wieder und Der ohne kommt nicht Pulli. lebend da raus. Nee, das ist richtig. Oder er wird hart fürs Leben. Eins von beiden. Wie Kleine will man Kinder. sein Kind zunennt. Ja, seinen Sohn. Nö, für Kinder finde ich es auch okay. Was hat es so gegeben, Daniel? Wie viel? Ich glaube, also 6 meine ich.
Ja, gehe ich mit. 6 ist okay. Ich finde es auch eine 6. Ich finde die Idee auch süß und wie auch schon gesagt wurde, da kann man irgendwie ein bisschen dann rumspielen. Hat schön viel Aufmerksamkeit, wie es ja auch in dem Fall dann sein soll. Kann aber auch die Kritik verstehen mit den beiden weißen Armdingern. Ja, ich finde auch, 6 ist, mit 6 ist das Ding gut bezahlt. Ja. Und trotzdem mal überlegen, ob dieser komische Bart von dem Geistbock wirklich clever positioniert wurde. Ja, aber anders nicht. Geht's ja nicht. Also ich finde das wirklich absurd, dass da überhaupt auf den Gedanken zu kommen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, kann man es natürlich nicht mehr. Ja, ja. Once you see it, you can't unsee it. Ja. Gut, dann wäre jetzt Daniel dran. Jo, mein Platz 3 wäre gewesen Wendehut Vereinsstraße. Der ist jetzt schon durch. Soll ich da mal einfach aussetzen? Hast du noch einen 6. Artikel, den du noch ins Rennen werfen willst? Ehrlich gesagt, nein. Gut, dann musst du es leider einmal pausieren. Dann gibt es dafür noch Zusatzpunkte. Ja, das habe ich auch schon überlegt, ob jetzt Jan Lukas, der ja vorhin nichts geben konnte, nochmal 10 auf seinen Hut geben kann für meinen. Dann gewinnt dieses Scheißteil am Ende auch noch, ey. Korrekt. Ja, aber ihr habt mal, ja, aber nee, dann hat der eine 4 Wertung und der andere 3. Nee, ist Quatsch, war auch nur Spaß. Ich wollte da nur Dennis ein bisschen triggern. Von jedem, weil er nochmal nominiert wurde. Wir können ja theoretisch Durchschnittsnoten am Ende machen. Nee, lass mal, ist okay. Wenn bei Doppelnennungen gilt der es zuerst genannt hat, Feier. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass nachher noch ein paar andere Doppelnennungen kommen werden, habe ich so im Gefühl. Da müssen wir dann. Ja, da müsst ihr einfach dann sagen, das ist dann so, spricht dann halt für die, also entweder für die Qualität des Produktes oder für eure kollektive Verirrung. Aber außer wir geben ab jetzt für unsere eigenen, wir haben ja erst 2 Produkte vorgestellt, für unsere eigenen auch noch Punkte. Ja. Also, never touch a running system, ne? Mach mal weiter. Alles klar. Ja, vor allem man selber, also man gibt ja seinem Schönsten wahrscheinlich, egal. Wir lassen es, wie es ist. Genau. Zum Glück sind wir hier ja auch nicht im Gesundheitsministerium und müssen irgendwelche Studien durchführen. Ist ja hier nur eine kleine Weihnachtsfolge. Also, Daniel setzt aus, dann ist Jan Lukas dran. Ja, es kommt sofort. Also, ich kann den Namen schon mal sagen. Badetuch Blockstreifen. Also, man merkt, das Badezimmer ist dein Domizil. Ja, wobei, die Badelatschen waren jetzt nicht so meins, ne? Nee. Ich finde dieses Handtuch oder Badetuch, das gibt's auch in verschiedenen Größen, finde ich einfach absolut solide, im Rot und Weiß schlicht gehalten und trotzdem, also auch nicht zu groß 1. FC Köln und doch irgendwie genug Logos und 2-mal Schriftzug. Verbinde ich auch mit einem Kindheitsfreund, der das im Badezimmer hängen hatte, sehr viele gute Erinnerungen. Also ich finde es einfach unhatebar, würde ich sogar sagen. Und sehr, sehr schön. Weil schlicht und trotzdem irgendwie ein bisschen Bekennung. Die gibt es ja auch in verschiedenen Größen anscheinend, ne? So ein ganzes Set. So Handtücher, ja, genau. Badetücher. Kann man sich aussuchen. Ich bin jetzt eher beim Badetuch gewesen, weil dann kommt es, glaube ich, mit den rot-weißen Streifen noch ganz gut durch. Mhm. Ja, Tessa, was sagst du? Ja, völlig feiner Artikel. Also nicht hatebar ist immer so schwierig beim FC-Shop. Irgendeinen findest du immer, der es scheiße findet. Aber ich finde auch, also es ist ein guter Artikel, gerade auch das Badetuch. Stellt euch vor, man liegt in Nizza am Strand mit diesem wunderschönen Tuch. auf den Kieselsteinen. Nee, definitiv würde ich jetzt auch 9 Punkte für geben. Ich habe mir, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Handtuch gekauft, wenn ich drüber nachdenke. Also irgendwie Handtücher sind so Produkte, die hat man einfach irgendwie. Oder kriegt die bei irgendeinem, was weiß ich, Treuekauf mit dazu oder sowas. Deswegen war ich noch nie in Versuchung, mir ein Handtuch selber zu kaufen. Zum Beispiel gar nicht ein Badetuch. Das hier würde ich mir kaufen schon, wobei ich nicht gar nicht einschätzen kann, ob 30 Euro jetzt viel Geld ist für ein Badetuch oder nicht. Keine Ahnung. Klingt erstmal teuer. Aber es ist auch 1,80 mal 1,90, also schon groß. 100% Baumwolle, naja, okay. Ja, ich find's okay. Ich bin jetzt nicht so gehypt, dass ich dann 9 Punkte geben würde wie Tessa. Aber ich find's auch nicht schlecht. Oh, ja, 6. Also ich muss mal sagen, ich habe eine Tochter auch. Und wenn man so eine Tochter hat, dann werden einem ja manche Sachen, fallen einem mehr ins Auge, auch durch die. Also, ne, wie die Welt so wahrnimmt, wenn die etwas älter werden. Und was mich daran nervt ist, da ist jetzt bei jedem Hoodie guckt Christian Petersen gelangweilt in die Kamera und kaum gibt's ein Handtuch, steht da so ein Mädel mit so einem Spitzenoberteilchen. Also, Leute. Ja, ehrlich. Das finde ich auch,
bodenlos, aber das habe ich jetzt nicht in das Produkt mit. Das stimmt, ich wollte das nur. Aber das sollte man kritisieren. Da denke ich mir, Junge, ey, das ist wirklich so 1997, na, ganz ehrlich. Also, lieber FC, ja, dann stellt Christian Pedersen dahin, da soll er ein bisschen schäf von der Seite gucken, ne, aber. Oder halt eine Spielerin. Ja, aber es ist so. Vor allen Dingen, also auf dem Foto kannst du das Handtuch ja nicht mehr erkennen. Weil genau, weil sie nämlich sich da so drauf räkelt. So ja, bisschen. Also, ja, sorry. Und dann, also, das ist eine Leiter, ne? Wenn man mal genauer hinguckt. Ja. In welchem Badezimmer oder in welchem Schwimmbad steht eine Frau an der Leiter in so einem Oberteilchen und räkelt sich so? Das ist doch kompletter Bullshit. Aber das ist also, immer so, wenn ich das Schwimmbad betrete. Ja, genau. Immer so. Wo ist meine Leiter? Leute, ich muss nochmal zurück. Ich habe die Leiter vergessen. Ne? Aber das beiseite, gibt das von mir auf jeden Fall auch 9 Punkte, weil das ist einfach mega oldschool. Ich kenne das auch noch von früher. Finde ich cool. Gutes Produkt. Würde ich kaufen. Habt ihr schon mal Handtücher selber gekauft? Oder bin ich der Einzige, der es nicht tut? Das ist so ein typisches Geschenk von Eltern, ne? Ja, irgendwie, man hat es halt einfach. So wie, weiß ich nicht, so wie Geschirrspültücher oder so. Vielleicht sollten wir das dem Dennis schenken. Boah. Also ich würde es jetzt nicht wegschmeißen oder so. Aber Geschirrtücher habe ich tatsächlich schon öfters gekauft. Okay, habe ich alles noch nie gekauft. Man hat es einfach irgendwie. Auch wie so Besteck und so ein Kram. Man lässt es kaufen. Man lässt kaufen. Ja, aber ganz witzig, das mit Abstand schlechteste Handtuch, was ich besitze, ist aus dem Nivea-Haus in Hamburg. Da hast du irgendwie, wenn du so, weiß ich nicht, 3 Artikel gekauft hast, hast du ein Handtuch oben drauf gekriegt, gratis. Das ist das schlechteste Handtuch, was ich jemals besessen habe, weil es überhaupt keine Flüssigkeit aufnimmt. Das ist einfach. Aber ist das dieses, ist nicht dieses Götze-Spiel zu Jungs, Jungs, weil das habe ich. Einfach nur Nivea, also ohne Fußballbezug. Das ist aber eher wie so ein Teppich als wie ein Handtuch von der Saugfähigkeit her. Da ist nachher einfach klatschnass das Ding und du bist auch noch nass, weil es keine Flüssigkeit aufgesaugt hat und auch nicht warm oder weich oder kuschelig ist. Einfach nur so ein rauer Dackelteppich quasi und das als Handtuch verkauft, aber halt gratis obendrauf, da weißt du, wo es herkommt. Naja, Jogi Löw, such dir gut aus, wofür du Werbung machen willst. Ich hoffe, dass das Handtuch hier ein bisschen flauschiger ist. So, ich glaube, da bin ich auch selber dran, ne? Ich habe als nächstes den Premium-Schal Schwarz Antra nominiert. Ihr werdet da schon so eine gewisse Vorliebe von mir feststellen. Ich mag es sehr, 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 sehr schlicht. Möglichst auch mit vielen dunklen Tönen. Und gerade bei Schals finde ich es immer schön, wenn man, also im Stadion selber finde ich jetzt einen rot- oder weißen oder rot-weißen Schal schöner. Aber so für den Alltag kann ich mir vorstellen, dass ich diesen Schal tragen würde. Ich finde, den kann man sogar gut zu einer, ich sag mal, gehobeneren Wintergarderobe, so auf eine etwas schönere Weihnachtsfeier mit einem Mantel vielleicht. Kann man den so über den Mantel drüber werfen. Und ich würde mich da nicht völlig zum Affen damit machen, wenn ich dieses Ding tragen würde. Den Premium-Schal Schwarz Antra. Ich finde den schick, ich finde den schlicht. Ich finde den trotzdem sneaky, meine Fanleidenschaft mit auf diese Weihnachtsfeier geschmuggelt. Also ich mag den. Wie sieht das der Rest? Ja, ich bin noch, also ich bin jetzt nicht geschockt, aber ich bin... Ich finde, das war nicht der Grund fürs Schweigen, aber ich musste mir noch einen Gedanken machen. Ich finde das Logo irgendwie zu groß unten. Also das ist irgendwie sehr groß, auch wenn es natürlich, also dafür ist es dann irgendwie doch auffällig, wenn da so ein richtig kleiner Geistbock drauf wäre, könnte ich mir oft vorstellen, dass man den irgendwie mal so anzieht, um dann eben nicht irgendwie privat einen riesen Geistbock irgendwie rumzutragen, wie in Rot-Weiß, weil sonst würde ich auch nicht. Also wenn ich einen FC-Schal anziehe, dann soll man auch sehen, dass es ein FC-Schal ist. Und hier ist es so versteckt und trotzdem so ein großer Geist. Also ist für mich einfach nicht stimmig. Ja, noch dazu, ja, ich finde den auch einfach nicht so schön. Also ich finde den gar nicht schön. Ich finde das, also so ein Produkt, wo ich sagen würde, das müsste es wirklich nicht geben. Deswegen bin ich bei 2 Punkten, weil sogar die Idee vom Schlichten schlecht umgesetzt ist mit dem großen Geistbock. Muss ich mich leider einklinken. Also erstmal, ich war einmal beim FC im VIP-Bereich mit Marco, dankenswerterweise beim legendären letzten Spiel gegen BVB, was wir gedreht haben. Allerdings, die Leute, die da rumhingen, gerade auf der Tribüne, meine Fresse, ja. Und dieser Schal gibt mir ganz harte W13-Vibes, ja, die dann in so einer, im schicken Jäckchen einmal im Jahr zum Fußball, die sich dann schon nach gefühlten 20 Sekunden zu Marc und mir umgedreht haben und immer so tzt, tzt gemacht haben, ja, die hatten garantiert so einen Schal um. Und
ich finde das Logo auch zu groß. Dann finde ich diesen Stoff, ja, weiß ich auch nicht, der gibt mir auch nichts. Und vor allen Dingen, wenn der edel sein soll, ey Leute, dann macht nicht solche scheiß Fusseln da unten dran. Das passt doch schon wieder gar nicht. Das ist also, naja, ich weiß ja nämlich, wenn man den roten Schal hat, mit diesen weißen Fusseln, die sind irgendwann dreckig oder die fallen halt ab. Und ja, ist okay, aber du machst doch an so einen Edelschal nicht so Fussel unten dran. Also, sorry. Ein Punkt, tut mir leid, Dennis, ein Punkt. Naja, tragt immer weiter auf Fischerhüte. Der gehobene Herr kommt ja mit dem Luxusschal, wenn wir mit den Auswärtstouren. Also, wenn du mir eine Pistole an den Kopf hältst und sagst, du musst entweder diesen Hut tragen für den Rest deines Lebens oder diesen Schal, ich weiß nicht. Ja. Wir sprechen uns beim Klimawandel in 5 Jahren wieder, wenn du den Schal nochmal hast und wir schön mit dem Hütchen im Schatten sitzen. Die Frage ist, welche Richtung der gehen wird, ne, der Klimawandel. Naja, Tessa, in welche Richtung geht denn deine Favoritisierung? Also generell würde ich mich auch eher Daniel oder Jan Lukas irgendwie, wie heißt es? Anschließen? Ja, anschließen, genau, danke. Aber du hast es so schön erzählt mit dem schicken Wollmantel und im Alltag tragen und ich mag halt das Logo in anderen Farben einfach gar nicht. Aber deine Ausführung hat mich dazu bewegt, dem Schal 4 Punkte zu geben, weil du das so schön erklärt und erzählt hast. Ja, ab jetzt lebe ich in einer Welt, wo dieser Schal 10 Punkte weniger bekommen wird als der Wendehut Vereinsstraße. Und auch nur, weil du den einfach so sabotierst. Der wäre noch viel weiter vorne gewesen. In einer gerechten Welt unangefochtener Spitzenreiter bis jetzt. Wir machen mal gleich Folgendes. Wir schicken mal den Hut und den Schal auf Twitter und machen da eine Umfrage. Aber live, hier in der Sendung. Bitte. Gerne, ich bin mir auch siegesicher. Dann müsste jetzt bitte einer von euch mal ganz kurz was anderes nominieren, damit ich das ganz kurz machen kann. 70% für den Hut, glaub mir, das ist meine Wette. 70 oder mehr. Wir werden es rausfinden, aber ihr müsst bitte mal eben kurz was nominieren. So, also ich bin ja jetzt dran. Genau, Tessa ist dran. Ich habe es mal in den Chat geschickt und ich finde, der darf in gar keinem Jahr fehlen. Und zwar der Schäbisch-Pulli. Ist der nicht toll dieses Jahr wieder? Moment, ich muss noch gucken, wie heißt der? Ich habe ihn auch noch nicht gefunden. Im Chat. Link ist im Chat. Wie heißt der? Sag mal, wie der heißt. Der ist noch nicht angekommen. Das ist der Weihnachtspulli. Weihnachtspullover, da habe ich ihn. Aha. Ah, jetzt habe ich ihn. Schäbisch-Pulli. Ja, ja. Ist es Merry Christmas? Ja, ja. Merry. Oh Gott, ey. Wortspiel aus der Hölle. Das ist wie die ganzen Friseurläden. Ey. Zur heißen Schere, der goldene Schnitt und so. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber ihr wisst ja... Ja, wissen, verdammt lang her. Das ist ja ein ugly Sweater. Also die müssen ja scheiße sein. Ja. So sind die immer. Ja, ja, aber, da krieg ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich finde ja auch die sonstigen weil der ist ja nicht so richtig ugly. Also das kommt ja von früher, irgendwer hat Papas Pulli angezogen, so ungefähr, ja. Oder was Oma gestrickt hat. Und mit den Ärmeln, wo dann FC Köln draufsteht, okay. Aber wo Merry Christmas, dann noch dieses Wortspiel und dann dieser Geistbock, der eigentlich wahrscheinlich auf den Kinderpullover sollte. Ey, stabil ein Punkt. Aber das finde ich auch fies, weil dann wirst du wirklich, also ich bin gar kein Fan von ugly Sweatern. Und ich finde auch das Quatsch. Und also ich bin gar kein Fan. Aber in der Umsetzung ist es dann doch halt halbwegs gelungen, weil die Buchstaben finde ich schön. Ich finde auch, es ist schon... drüber mit dem Merry Christmas, aber soll ja auch drüber sein. Finde ich, kann man kaum bewerten regulär, weil das Ziel ja auch gerade ist, nicht schön zu sein. Die Schönheit darin im Prinzip gemessen wird, wie sehr er nicht schön ist. Ich finde aber tatsächlich ganz schön, dass es dieses dunkelblau, hellrot, dunkelblau und normales Rot Mischung. Ich finde in dem Fall auch diesen FC, das FC-Teil ganz schön. Sieht zumindest auf den Bildern so aus, als würde es auch so ein kleines bisschen diesen Stil weitertragen und nicht so wie so ein Stempel irgendwie drauf gedruckt. Ich finde auch die Idee lustig, dem Hennes die Lichterkette über die Hörner zu schießen. Mit der Ergänzung, dass ich einfach es nie schön finde, was solche ugly Sweater so sind, würde ich trotzdem noch 6 Punkte geben, weil es eigentlich gut umgesetzt ist. Die Lichterkette leuchtet. Oh, das hättest du nicht sagen dürfen. Ich hasse blinkende Sachen.
Dann muss ich doch auf 5 runtergehen. Heißt aber auch, sobald es draußen schneit oder regnet, stirbt man wahrscheinlich, ne? Oder? Weil der FC das bestimmt nicht isoliert hat, sondern irgendwo in China. Aber da ist doch nur eine Batterie drin, also in der Batterie. So schnell stirbt man dann nicht. Ist ja auch für Kinder das Ding, ne? Also Größe 152 klingt ja nicht nach Erwachsenen. Ich glaube, die Größen sind ausverkauft. Gibt es auch als Erwachsenenpulli. Ach so. Also ich bin ein großer, großer Fan der Ugly Christmas Sweater. Ich besitze auch einige davon. Wenn auch keine. Du hast mich heute schon genug enttäuscht. Ja, ja, komm. Geh baden. Geh baden mit deinen Badehosen. ich wollte aber gerade sagen, dass ich von anderen Ugly Christmas Sweaters mehr Fan bin als von dem hier. Also für Kinder ist ja wieder alles ein anderer Schmack. Als Erwachsener fände ich jetzt diesen Geißbock zu kindlich dann wieder. Also wenn das auf dem Erwachsenenpullover genauso aussieht wie auf dem Kinderpulli, dann wäre mir das zu sehr für Kinder. Ich finde auch nicht so gut, dass dieses bei Mary da oben die A's so Tannenbäume und Zuckerstangen sind. Das ist mir auch ein bisschen zu cheesy. Die Ärmel finde ich cool, die sind so richtig dieser Ugly Christmas Sweater Style. Aber so das Gesamtkunstwerk überzeugt mich dann doch nicht. Gebe ich 5 für. Jetzt habe ich gerade die Umfrage gemacht, das heißt, ich habe nicht gehört, was ihr gesagt habt. Sagt nochmal eure Punktzahl bitte gerade. Ich hab mitgeschrieben. Jan-Lukas 5 Punkte, ich 1 Punkt. Okay, konnte die Jury also nicht vollends überzeugen, leider. Tut mir leid. Okay, weiter geht's. So, jetzt bin ich, ne? Platz 2, kann das sein? Ja, kommt hin. Okay, warte, läuft ein All-Time-Classic. Wir lernen uns ja meinem Spitzenreiter. Nummer 2 ist Schal, die Macht am Rhein. Stabiles 1987er Design, ja. Immer gern gesehen. Passt einfach alles. Mehr muss man nicht sagen. Selbst die Deutschlandfahne, die ich jetzt sehe, ist irgendwie, also passt irgendwie auch in das Design. Ist auch ein Wendeschal, ne? Beide Seiten sehen anders aus. Ah, das hast du ja nie mehr gesehen. Guck mal, hier Sachen gibt's. Ich mach mal weiter. Ja, tatsächlich. Aber auch da passt. Also top. Finde ich gut. Will ich verschenken. Tja, hol's die anderen auch ab. Ja, also ich, ist ein schöner Schal. Der ist halt schön retro, ne? Ja, genau. Ja, definitiv cool. Von meiner Seite 6 Punkte. Weil es gibt noch coolere. Aber der hat schon Style, ja. Ich finde den auch sehr geil, muss ich sagen. Ich hatte auch überlegt, den mit reinzunehmen. Ja, wurde eigentlich alles schon gesagt. Der hat einfach echt so ein, da war der Fußball noch in Ordnung, Flair irgendwie. Du bist da schon ehrlich irgendwie mit, also jetzt natürlich nicht, wenn man ihn kauft, aber sieht so aus, als wärst du damit schon 20 Jahre im Stadion gewesen. Ich finde auch die Deutschlandfahne passt da absolut rein. So, das ist wirklich ein gelungenes Produkt und deswegen kriegt es von mir auch. Ich bin sogar am Überlegen, wen zu kaufen. Also wieso soll ich da nicht? Gut, wenn ich da überlegen muss, dann gibt's halt die 9 Punkte auch. Ja, also er passt zu eurem Anglerhut. Es ergibt ein stimmiges Gesamtensemble. Das muss ja, ich gehe halt nicht zum Fußball, um gut auszusehen. Ja, ich finde, das muss ich nicht ausschließen. Man darf auch mal beides miteinander vereinbaren. Ich finde halt, Deutschlandfahnen auf Produkte sind eigentlich ein No-Go. Also wenn die nicht wäre, diese doppelte Deutschlandfahne ja quasi links und rechts, gäbe es von mir mehr Punkte, aber ich kann nicht mit einer Deutschlandfahne durch die Gegend laufen. Das weckt auch, also der ganze Schal weckt halt auf mich eher so Energie Cottbus Vibes. Ohne die Fahne, also die Deutschlandfahne wäre der geil. Mit der Deutschlandflagge da. Es ist mir zu sehr Cottbus 1990, die Trikots von denen. Guckt euch die mal an, die sahen so ähnlich aus. Die Fahne gibt Abzug. Tut mir leid. Die Fahne gibt Abzug und dann komme ich bei 6 raus. Aber trotzdem, er ist weit vorne mit dabei. Bin ich dann dran? Ja, ne? Nee, Jan Lukas ist dran. Genau. Ja, eine Sekunde macht ihr noch eben. Gut, oder ist diese Runde noch nicht fertig? Nee. Entweder ich oder du. Einer von uns beiden kann machen, das ist egal. Ich baue noch, wobei ich hab's jetzt, weil das ist auch mein Statement-Produkt, nicht etwa der Fischerhut. Der ist eigentlich außer Wertung. Mein jetziges ist es einfach, sollte nur ein Statement sein für Ringelstutzen. Ich habe und generell auch für Ringelprodukte, die ich viel zu wenig gefunden habe. Daher habe ich jetzt die Heimstutzen 22, 23 kaum nutzbar, um sie sich selber zu kaufen.
weiß ich, wird auch Punktabzug geben. Ich habe sie auch nicht nominiert, um dafür groß Punkte zu bekommen. Aber ich finde einfach Ringelprodukte so schön und es gibt so wenig Ringelprodukte. Und wenn, dann ist immer irgendwas anderes noch mit drauf. Ich glaube, viele sind auch der Meinung, dass dieses Ringel-Karnevalstrikot damals wunderschön war. Da finde ich die Stützen sogar noch einen Ticken schöner, weil es mehr Ringel war. Dafür sehen die etwas hochwertiger aus. Und ich liebe es einfach, in Ringelstutzen die Spieler spielen zu sehen. Damals, glaube ich, auch in dem Dresden-Spiel dieses 8-1. Und seitdem hat man dann in der zweiten Liga gefühlt auch jedes Spiel mit Ringelsocken gespielt. Und ich finde das einfach schön. Daher meine Nominierung Heimstutzen 22-23. Ja, gibt's nichts dran auszusetzen. Ne? Klassiker passt immer. Passt zu jedem Trikot, auswärts wie heim. Passt nur vielleicht nicht zu den Ausweichtrikots, okay, aber heim und auswärts passt zu. Natürlich wie immer nervig, dieses beschissene Hummel-Dreieck-Dingsbums da, was man auf dem letzten Foto sehen kann. Das ist immer das, was mir es versaut bei allen Hummel-Produkten. Die sind hinten auf der Wade drauf. Wenn die nicht wären... Sieht übrigens auf dem Foto aus, als wenn es einer reingefotoshoppt hat, finde ich. Ja, so ein bisschen. Sieht aus, ne? Als wenn du ein Foto hast, wo jetzt irgendwie aus Versehen, weißt du, wo so ein Wasserzeichen quasi noch drauf ist, was zufällig genau auf dem Foto liegt. Ja, aber ich fürchte, die sind halt im Echt da auch drauf, auf diesem Stutzen. Das ist halt mein großes Problem mit Hummel, dass die immer diese bescheuerten, ja, was ist das denn, Schilde oder V-Symbole da haben. Genau, das V in Hummel steht für Siegen, ne? Ja, genau, Victory. Wenn die nicht wären, wäre ich bei ganz, ganz hohen Zahlen. Aber irgendwas ist ja immer, wisst ihr ja. Zum Glück sind sie hinten, da muss man die ja nicht so oft sehen im Spiel. Vielleicht kann man sie auch wegtapen mit einem roten Tape, aber dann ist das erste FC Köln auch weg. Aber sind schon schön. Ich gebe 7 Punkte. Ja, ich schließe mich da auch an. Ich habe ja kein Trikot bisher, weil ich... Die haben mich bis jetzt alle nicht überzeugt. Aber das Erste, was ich gesagt habe, die sind, es ist mega schöne Stutzen sind. Also die sind wirklich, also mit diesem dicken Blockrotstreifen und dann auch das Rot finde ich sehr schön. Ich bin ja so ein Rot-Fan und das Rot muss irgendwie immer perfekt sein und das ist echt schwer. Aber die sind perfekt. Würde ich so Karneval irgendwie auch anziehen. Also im Alltag natürlich schwierig. aber keine Ahnung, für irgendein komisches Karnevalskostüm würde ich die auf jeden Fall kaufen. Die sind super. Weil es Stutzen sind und man sie nicht tragen kann, 7 Punkte. Oh Gott, unser Twitter explodiert gerade, ob der Frage Schal oder Hut. Da bin ich gleich mal sehr, sehr gespannt. Ich habe gesehen, der Robotennis mischt da munter mit. Scheint noch nicht liegen geblieben zu sein. Ja, oder gerade deswegen hat er vielleicht viel Zeit gerade. Man weiß es nicht. Aber Daniel, du musst noch die Stutzen bekommen. Okay, also schlichtes Design, rot-weiß, gute Proportion, steht 1. FC Köln drauf. Ja, hat Hummel-Dingsbums hinten drauf, ist leichter Abzug und ich trage selten Stutzen, 2. Abzug, bleibt aber immer noch 7 über, würde ich sagen. Sehen gut aus. Okay, ja, man merkt, dass wir jetzt in den höheren Nominierungsphasen angekommen sind. Jetzt hagelt es hier auch mal viele Punkte. Also, 21 für die Heimstutzen Ringel. Gut, dann bin, glaube ich, ich noch dran in dieser Runde hier. Und ich habe ein Produkt rausgesucht, was fast das Potenzial hätte, mein Lieblingsprodukt zu werden, wenn da nicht 2 Sachen wären, die mich daran hindern würden, es als Favorite genommen zu haben. Ich rede von dem T-Shirt oder dem Hoodie, das ist egal, Schwarz-Erlenweg. T-Shirt, Hoodie, Schwarz-Erlenweg. Ist egal, ob jetzt Hoodie oder T-Shirt, nimmt sich nichts im Design. Ist einfach nur schwarz. Der Schriftzug 1. FC Köln ist auch schwarz, aber so hervorgehoben schwarz, ne, so ein imprägniertes Dingsbums da. Das ist gestickt. Ja, das Wort suchte ich. Auf jeden Fall so ein bisschen halt hervorgehoben. Ja, was ich schade finde, ist auch da wieder das bunte Logo unten links. Was soll das? Warum ist auf einem rein schwarzen T-Shirt unten ein buntes Logo? Und dann wieder so komisch positioniert, so, weiß ich auch nicht, so da, wo die Hosentasche wäre, wenn das Ding über die Hosen geht, wie bei Marvin Schwebe zum Beispiel. Was ich bei allen FC-T-Shirts finde, die sind unheimlich lang. Guckt euch mal Marvin Schwebe an, der ist ja groß, der Typ, der ist ja Torwart. Und trotzdem geht ihm das T-Shirt fast bis, über den Schritt drüber. Warum? Verstehe ich nicht. Warum machen die das so mega lang, diese T-Shirts? Ist das irgendwie Mode oder was, wenn die selbst bei großen Menschen so lang aussehen, die T-Shirts, keine Ahnung. Und ich finde immer schade, wenn die Ärmel so abstehen.
ne, dass die Ärmel nicht eng anliegend sind, gerade bei Leuten, die Muskeln haben, was ich jetzt nicht habe, aber Marvin Schwebe wahrscheinlich schon. Das sieht immer so ein bisschen komisch dann aus. Aber wenn diese beiden Faktoren nicht wären, also dieses Ding da unten und die abstiegenden Ärmel, wäre das Teil für mich eine 10 von 10. So ist es halt ein bisschen weniger. Aber jetzt dürft ihr das wieder downvoten, weil ihr ja alle keinen Geschmack habt. Jetzt traut sich keiner. Ja, ich wollte mich nicht wieder vordrängen, aber wenn keiner was sagt, dann sage ich was. Also, schwarz, ne? Gehen nur grundsätzlich Cannibal Corpse Shirts oder das, wann war das, vor 2 Jahren, das Ausweichtrikot oder vor 3 Jahren? Da gab es das Schwarz. Letztes Jahr? Das fand ich gut. Metal Shirts und das. Alles andere im Fußball-Merch-Bereich in komplett schwarz finde ich grenzwertig. Dazu gestickt. Das ist der zweite Downer. Ja. Dann, wie du gesagt hast, mir auch aufgefallen, wie lang das ist. Ne? Das ist so komisch, das liegt so auf. Sind aber echt alle Shirts beim FC, wirklich alle. Ja, genau. Und natürlich der generelle Einpunktabzug für dieses, also auf so einem Shirt, Spoiler, habe ich auch bei meinem Platz 1 genau den gleichen Abzug, dieser Geißbock da unten. Junge, das ist ein schwarzes Shirt, mach da kein Weiß, dann mach den Geißbock wenigstens schwarz, aber mach nicht in weiß-rot da drauf. Was ist denn verkehrt mit euch? Ja. Aber das, also, 4 Punkte. Also ich glaube, ich hole mir das und lass einfach beim Schneider kürzen. Dann habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann ist der Geißbock weg, dieser bunte, und ich habe ein passendes T-Shirt. Ja, oder ein Edding schwarz anmalen. Ja, gut. So weit muss es dann doch nicht kommen. Also ich verstehe das gar nicht mit dem Geißbock. Das ist eigentlich das schönste Stück an dem T-Shirt. Also ich finde das schön. Das ist 100% Baumwolle. Da bin ich auch immer Fan von. So Polyester oder so in T-Shirts ist immer nicht so cool. Schwarz für den Alltag wahrscheinlich auch ganz nice. Was ich gar nicht geil finde, ist diese Stickerei mit dem ersten FC Köln da. Also das hätte man sich dann auch sparen können. Aber das Logo unten finde ich eigentlich, also gut, man hätte es jetzt noch irgendwie auf die Brust machen können, aber da, die sind halt immer da unten. Deswegen finde ich die gar nicht so schlimm. Also ich finde es für eine Dennis-Auswahl eigentlich echt ganz cool. So bester Artikel bis jetzt. und deswegen würde ich da auch wirklich 7 Punkte geben, ja. So. Ja, ich würde auch sagen, also es wurde alles gesagt, aber gerade das, was jetzt gerade gesagt wurde, spricht irgendwie dafür, dass es einfach, es ist weder als schlichtes Stick-T-Shirt zu gebrauchen, dann wäre gerade nicht gesagt worden, dass das unten das Logo so gut ist, aber als Logo-Shirt ist es dann dadurch nicht zu gebrauchen, dass es oben gestickt ist. Also es ist einfach wieder nicht stimmig. Und daher kann ich nicht mehr als 4 Punkte geben, weil es halt wirklich keine Katastrophe ist, sondern es ist einfach ein T-Shirt, was eine gute Idee war, aber irgendwie dann nicht stimmig zu Ende gedacht. Stellt euch das Shirt mal mit dem Logo von dem Schal vor. Wie geil sähe das aus? Könnte man fast als Trikot dann nehmen. Nein. Doch. So, weiter geht die heitere Runde hier. Jetzt kommt Tessas Nummer 1, oder? Oder war, nee, Jan Lukas war noch nicht, ne? Oder nee, doch? Jetzt, jetzt kommen unsere jeweiligen Favorites. Sehr gut. Moment, ich schicke es mal in den Chat. Ich glaube, wir werden das Gleiche haben, Tessa und ich. Meinst du? Hm? Also ich habe die auf unbestritten auf Platz 1, die Polyjacke 22-23 Senior. Da bin ich immer gespannt, ob Jan Lukas das auch hat. Jan Lukas? Ich dachte nicht, weil du diese Kinderprodukte so gehypt hast. Aber gut. Jetzt habe ich alles, was ihr da rausgefunden habt. Das ist ja etwas, was, also das ist ja, nee, also diese Jacke müsste jetzt auch gleich im Chat sein. Unfassbar geil. Ich habe die, als sie rauskam, das ist auch das erste Produkt gewesen, was ich gekauft habe tatsächlich. Nee, gar nicht. Nach dem zweiten oder dritten Trikot, wo ich gesagt habe, boah, nee, Trikots ist nicht. Also habe ich mir die Jacke gekauft. Ich glaube, Erwachsenen ist 59,95. Junior ist 49,95. So eine richtige Oldschool-Jacke. Kennt ihr die? Also Polyester, aber dieses Material, die ist so ein bisschen weich. Und dann finde ich die auch mega retro mit dem ein schönes Rot, dann das Weiß mit dem Dreieck vorne. Man sieht das Hummel-Logo gut, man sieht das FC-Logo gut, dann die Hummelstreifen noch oben auf der Schulter. Und richtig geil, ich hatte die Jacke ja tatsächlich, die hat Reißverschlüsse an den Taschen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Was mir mal auffällt, ist, dass schon wieder Christian Petersen da ist. Und ich glaube, der guckt einfach so genervt, weil er einfach scheiß jede Jacke da machen musste. Der kam, wer zuletzt kommt, den beißen die Hunde, du musst leider noch eben 835 Produkte anziehen. Wobei ich finde, dass hier noch am ehesten lächelt. So ein Anflug von einem Lächeln. So ja, das war die zweite Jacke. Da war noch nicht so lange dabei. Oder die letzte, dass er gedacht hat, komm, jetzt habe ich es hinter mir. Wo habt ihr denn die ganzen Spielerfotos her? Ich sehe die immer. Ja, auf der Website. Wenn du die Fotos durchklickst, da kommen ja ganz viele und dann ist immer da eins mit Spieler. Da muss ich gleich nochmal gucken. Ja. Hast du gerade schon Punkte gegeben, Daniel? Nee, ich wollte erstmal nur auf Christian Petersen eingehen. Also ja. Jacke, meine Kritik ist, ja, die ist oldschool, die sieht eigentlich auch gut aus. Sie jetzt nicht, also ich finde dieses Weiß, ne, wenn man dieses Christian Petersen-Foto anguckt, das sieht aus wie so Flügel irgendwie. Ne? Das, man hätte diesen weißen Streifen quasi von der Brust nach oben zu den Schultern weiter gerade laufen können und nicht wieder auf die Ärmel so runter. Da hat man immer dieses Schwingen. Ne? Sieht so ein bisschen aus wie so Flügel halt. Keine Ahnung, Huibu, das Schlossgespenst. Ich glaube, das soll dieses Hummel-V sein, oder? Ach Gott, bewahre, das sieht ja... Naja, sonst finde ich gut mit dem Zipperreißverschluss, dann ja die üblichen Hummeldinge auch noch auf der einen Seite auf den Schultern, diese Schulterdinger da, diese Faust auf der Schulter, die auf der einen Seite so ausfällen. Ich finde es okay. Also ich würde 6 Punkte geben. Okay, Jan Lukas. Ich finde es eigentlich sehr geil auf den allerersten Blick und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man da sehr nice sportlich drin aussehen kann, beziehungsweise auch also nicht unbedingt sportlich, sondern das ja, ich nicht, aber grundsätzlich, ja. Nee, irgendwie auch so ein Army-College-Film, wo dann entweder Typen oder viel eher also Frauen sich noch so drin einmummeln, vielleicht in der Größe zu groß auch noch, fühle ich auf jeden Fall sehr. Aber ich muss sagen, dass die Kritik gerade doch echt auch meinen Blick auf diese Jacke sehr verändert hat, weil das wirklich blöd ist, dass dieses Weiß außen an den Ärmeln nochmal nach unten geht und dann das, was ich bei meinem ersten Ding da, dieses Trainingsshirt, dass diese Hummeldinger auf der einen Seite immer nur durchgezogen und auf der anderen Seite nur so halb sind, gibt auch nochmal Abzug und ich mag es nicht, aber es lässt sich halt nicht vermeiden, dass der Reißverschluss dann das Weiß so durchbricht. Deswegen gibt's von mir 7 Punkte, weil ich die Jacke eigentlich geil finde und generell auch die Jacken von Hummel sehr nice. Ja, sehe ich genau wie du. Das wären auch genau meine Kritikpunkte gewesen. Ne, dieses Weiß, was da so nach unten weggeht, diese komischen, hässlichen Schulterapplikationen. Also wenn hier jemand von Hummel zuhört, lass doch bitte diese Schulterapplikationen weg. Das ist nicht das gleiche wie die Streifen bei Adidas. Glaubt's mir, ist einfach nur hässlich. Doch. Ich finde die super, nein. Aber die sollen die durchziehen. Nein, lass die weg. Das sieht immer aus, als wenn das Pfeile wären, die auf irgendwas zeigen würden, was halt nicht da ist. Das sieht aus wie Verkehrszeichen. Das sieht aus wie Verkehrszeichen auf irgendeinem Verkehrsübungsplatz am Boden. Ja. Also ich finde die ganz schlimm, diese Schulterapplikation. Als ich gehört habe, Hummel wird unser neuer Sponsor damals vor ein paar Saisons, war meine größte Angst, mit so beschissenen Schulterapplikationen rumlaufen zu müssen. Aber trotzdem ist die Jacke schön. Das ändert nichts an den Applikationen. Ich bin auch bei Jan Lukas und gebe da 7. Wäre jetzt Daniel mit Nominieren dran. Jo, jetzt kommt mein Platz 1. Ich öffne den Chat und ich poste den Link. Eine Sekunde. Hier postet der Chef noch selber. Sekunde. So, also mein Platz 1. Und ich gebe zu, es ist aus persönlicher Erfahrung oder persönlichen Erlebnissen geprägt, gefärbt. Ja, ich sehe schon den Shitstorm auf mich zukommen. Aber mein Platz 1 ist das T-Shirt Müngersdorf Rot-Weiß. Ja, Abzug ist, es ist der Geistblock unten links. Ja, der Geistbock. Nicht der Geistblock, bitte. Der Geistbock, Entschuldigung. Der Geistbock unten links, wie überall. Ja, wenn ich diesen einen Punkt mal rausziehe, passt da aber vielleicht sogar in der Farbe. Ich habe dieses Shirt, weil ich brauchte, ne, wir sind ja alle nach Stuttgart gefahren damals, letztes Spiel, auswärts, letzte Saison, alle in Rot, ne? Genauso wie nach Budapest hat mich das und nach Nizza begleitet. Und das ist einfach gutes Rot, super guter Stoff, sitzt gut, Ärmel nicht zu kurz, Ärmel nicht zu lang, T-Shirt nicht zu kurz, T-Shirt nicht zu lang, kein Schild hinten drin, sondern nur aufgedruckt. Ich hasse ja so Schilder hinten in T-Shirts, die man rausschneiden muss. Und steht einfach Müngersdorf drauf und ich hatte einfach sehr gute Erlebnisse und Stunden in diesem T-Shirt, dementsprechend mein Platz 1. Ich finde das auch sehr, ich weiß wer, oder ich glaube Tessa, ich weiß es nicht, aber ich meine Tessa wäre auch mal sehr begeistert von dem Shirt gewesen. Mich hat das nie so abgeholt,
Wobei es, glaube ich, sich auch gut verkauft, weil die haben das ja dann sogar noch eingeführt, dass man da sein eigenes Veedel irgendwie draufdrucken kann. Weil es halt auch wirklich ganz schön ist, dass es einfach schlicht ist. Und ja, aber dadurch schließen sich für mich so richtig hohe Punktzahlen auch aus, weil dann das doch wieder mit dem Schlichten durch diesen Geistbock, der zum Glück sehr klein ist, das ist jetzt weniger störhaft als bei anderen, zumal es so ein bisschen auch noch erklärt für Nicht-Fußballfans, dass es irgendwie, warum da Müngersdorf steht, dann kann man so mit dem kurzen Blick nach unten links dann doch, irgendwie wird man doch noch aufgeklärt. Aber ich finde es auch irgendwo ein bisschen langweilig. Also schlicht ja, langweilig aber irgendwo auch. Heißt nicht, dass ich spannende Produkte irgendwie erwarte. Deswegen sind es 7 Punkte von mir. Ist ein absolut solides T-Shirt. Ich finde den Geistbock darüber gar nicht schlimm, weil er sich farblich komplett einfügt. Ist ja auch alles rot und weiß, also da passt der perfekt rein. Ich habe das T-Shirt auch, allerdings in schwarz, weil ich habe alles in schwarz, wie ihr schon gemerkt habt. Aber ich hätte es auch in rot bestellt, nur ich trage einfach nicht gerne schreiende Farben. Außer wenn ich natürlich in rot durch Europa reisen muss, aber in meinem normalen Alltag trage ich keine schreienden Farben. Ich finde es aber auch cool. Ich finde das, glaube ich, das Beste von den Sachen, die mir bis jetzt hier vor die Augen vorgeführt worden sind. Jan Lukas gibt 7. Ich finde es ein bisschen cooler als 7. Ich gebe 8. Das ist meine höchste Wertung. Fun Fact zu diesem Geißbock, den hast du dann ja wahrscheinlich auch. Der ist relativ schwer. Das ist ja so aufgebügelt. Mhm. Das ist wie so ein Patch, was man so früher, wenn die Metal-Fans unter euch, wer früher eine Kutte hatte, ne? Das ist so zum Aufbügeln. Und das Shirt ist zwar relativ dick, aber ich finde trotzdem, dass das so ein bisschen nervt manchmal, weil das dann, wenn man sich so bewegt oder so, man hat immer, irgendwas hakt immer und das ist immer unten dieser Patch, der ist so schwer eigentlich dafür, finde ich. Das stimmt, ne? Wenn man das Bein so übereinander schlägt, ist der so in der Hüftfalte quasi drin. Ja. Genau, ja, es ist irgendwie nervt das. Das ist so, als wenn du so eine Wäscheklammer da dranhängst. Irgendwas zieht immer irgendwie. Ja, ja. Und es ist auch wieder super lang. Also mir geht es auch wieder bis zum Schritt, dieses Ding. Aber das ist ja bei allen T-Shirts vom FC, so haben wir schon besprochen. Ich finde übrigens noch mal ganz kurzer Nachtrag zu gerade. Ich finde die Jacke, die Hummeljacke, sieht in echt, weil die Marie hat gerade ein Bild von sich in dieser Jacke hier gepostet, sieht in echt noch mal ein bisschen besser aus als in den Fanshop-Foto. Ah, cool. Das nur als kleine Ergänzung. Ich wollte auch mal, es liegt natürlich nur an Marie, dass die gut aussieht, ne, auf dem Foto. Aber ja, bei uns sieht es nicht so gut aus. Ich will mal eben sagen, Zwischenstand nach 25 Minuten Umfrage, ne, stabile 69% für den Hut, ne, Dennis. Nur, dass du es mal gehört hast. 70% habe ich gesagt. Ich würde wetten, dass sie einfach bei den ganzen Schülern dran teilnehmen und die ganze Umfrage da versauen. Genau, immer die Schüler. Ja. Müngersdorf. Jan Lukas hat sich ja richtig gut erinnert. Ich bin wirklich nach wie vor total begeistert von dem Shirt. Ich hätte es lieber in weiß gehabt, aber da war ja diese Sache mit diesem komischen Farb-Fauxpas. Da kam das Müngersdorf eben nicht in so einem schönen Rot, sondern in so einem Korall-Orange. Und das hat mich dann leider daran gehindert, es zu kaufen. Aber ich finde es unglaublich tolles T-Shirt. Eins der besten, und ich glaube, das kam auch wirklich gut an, weil selbst das Weiße mit diesem Korall, wo ich wirklich dann auch so ein bisschen Monk war, habe ich danach bei den Spielen, jeder Zweite hatte gefühlt dieses T-Shirt an. Deswegen gibt's da bei mir auch 9 Punkte. Ich habe es nicht gewählt, weil wir in einem Podcast schon mal drüber gesprochen hatten. Deswegen fiel es jetzt raus. Aber danke, Daniel, dass du es genommen hast. Okay, dann fehlt noch Jan Lukas. Ja, und das ist irgendwie ein sehr seltsames Produkt, aber ich habe den Baby-Body-Streifen. Ich dachte, ich finde den einfach sau schön. Diese Querstreifen abwechselnd in zwei in schwarz, einer in rot. Gott, also ich bin da einfach flimmert ja mein Bildschirm, wenn ich es angucke. Als Kleidungsstück finde ich es wahnsinnig schön. Eigentlich immer so kleine, dünne Querstreifen. Dann passt das Logo gut, das Hummel passt gut, ist weder zu auffällig. Setzt sich dann aber doch schön ab von dem Gestreiften. Ich liebe generell so Bodies von Babys, die sehen eigentlich immer gut aus, die kann man kaum... Alter, verhungern. Pass auf, was du sagst, ich liebe Bodies von Babys. Ey, ist ja unmöglich hier. Ja, was du halt... Kindchenschema. Ja, auch so Body, aber das Kleidungsstück heißt ja nun mal Body. Also. Aber ich kann dich auch nur unterstützen, Jan Lukas, so Babys sehen halt immer süß aus, ist ja so. Hat die Natur so eingerichtet, ich unterstütze das voll und ganz. Ja, ich
ich meine aber auch als gerade als Kleidungsstück so, das ist immer irgendwie, es sieht meistens gut aus und deswegen ist das mein klarer erster Platz. Gibt's auch als T-Shirt. Sieht aus wie ein Testbild. Mit passender Hose. Von früher diese Testbilder, wenn das Programm zu Ende war. Aber dann ist das Logo ist in schwarz, das müsste dich eigentlich ansprechen, ne? Und mehr schwarz als rot. Warum nicht dieses Logo auf dem Schwarz-Erlenweg-T-Shirt? Warum? Rechtfertige dich. Ja, mach du mal, Daniel. Gib du mal den Baby-Body-Punkte. Also, ich finde auch, Babys sind immer irgendwie süß, außer sie schlafen nicht und sind dann die eigenen und man muss die ganze Nacht sich damit rumschlagen. Ja. Da sage ich mal aus Erfahrung, aber schon lange her. Also ich finde es auch süß. Ich finde das auch mit diesem Mädel da niedlich schon. Da weiß man schon, wie es aussieht. Ich finde zwei Schwarz, ein Rot gut. Ich finde den schwarzen Geißbock gut. Einziger Abzug ist das Hummelzeichen da drauf. Naja, ist halt Hummel. 8 Punkte. Tessa. Ja, also ich finde den auch unfassbar süß. Ich hatte auch das T-Shirt dazu, glaube ich, schon 10-mal im Shop in der Hand. Ich habe ja, wie gesagt, einen kleinen Neffen. Mega süßer Body. Also wirklich schön, das Muster mit den Streifen und auch die Qualität ist da wirklich immer gut, kann man echt nicht anders sagen. Viele sagen immer, oh, ist voll teuer, die T-Shirts, Pullis und so, aber qualitativ steckt da schon ordentlich was hinter. Und auch gerade bei den Babysachen, mega, mega toll, 8 Punkte von mir. 18 Euro ist auch preislich okay, finde ich, ne? Er ist das aber einzige, jetzt nicht ich ja, glaube, der war sehr teuer. Sonst 24,95. Und den gibt es auch. Also du hast auch das T-Shirt und dann eine passende Hose und für Mädels, also auf dem Bild ist ja jetzt auch ein Mädel, aber gibt es dann nochmal so mit Punkten und so einem Reifröckchen am T-Shirt. Also auch total süß gemacht. Mhm. Also definitiv wert. Woran man merkt, dass ihr keine Kinder habt, ist das, dass ihr denkt, 25 Euro für einen Strampler ist eigentlich voll okay, weil, also jetzt kleiner Real Talk, der passt in genau 2 Monate, die ziehen ihn 3-mal an und dann sind die zu groß dafür und dann kommt das Ding, also nicht eine Tonne, dann gibt es halt weiter, aber das sind alles Artikel, die dürfen garantiert nicht mehr als 10 Euro kosten, weil der zieht ihn nur 2-mal an, so wie Schuhe oder so in dem Alter, das kannst du komplett knicken, alles Secondhand, wenn es geht. Mach halt mehr als ein Kind, Problem gelöst. Ja, aber also ich sag, ja, so klar, man kann es dann nochmal 3-mal benutzen, so war es hier auch, aber da musst du schon viele Kinder machen, dass sich das lohnt. Ja, oder es muss zumindest von der Qualität her auch überleben, wenn es immer nach unten durchgegeben wird, ne? Also darf nicht vom ersten Kind komplett zerschrottet sein, dann. Das weiß ich natürlich nicht, wie da die FC-Qualität so ist. Aber guckt euch bitte mal das letzte Bild an. Da ist das Hummel-Logo groß drauf. Habt ihr das gefunden, das letzte Bild? Ja, das soll eine Hummel sein, sieht aber immer aus wie ein dumm grinsendes Gesicht, finde ich. Das meine ich aber gar nicht. Aber guckt mal auf den Schriftzug unten, Hummel. Das H, das U, das M und das erste M sind bündig mit dem Strich. Das zweite M, das E und das L nicht. Das ist einfach schief gedruckt. Ja, und vor allen Dingen ist... Sorry. Kleinlich. Bitte, was? Jetzt bist du aber auch ein bisschen kleinlich. Ja, aber wirklich. Das ist vielleicht eine Frage von Millimetern. Also ich sehe es, das reicht ja schon. Also du hast es gesagt und trotzdem habe ich es erst auf den zweiten Blick gesehen. Ja, aber ich finde, wenn man es sieht, sieht man es sofort. Und dann kann man es auch nicht mehr ungesehen machen. Ja. Wenn ich es aber schon sehe. Was ich da den Fail finde, ist, das soll ja irgendwie... Also ich meine... Die machen ja ihr Logo drauf, ne? Und da kann man ja alles machen, aber man druckt seinen Schriftzug doch nicht so drauf, dass man nicht lesen kann. Ist das ein O, ist das ein U, ist das ein M? Man sieht es nur so, man sieht nur, dass zwischen den schwarzen Linien ein paar Striche sind. Aber wenn du das nicht wüsstest, siehst du doch keinen einzigen Buchstaben daraus. Wie dumm ist das denn? Eigentlich steht da Bommel. Ja, oder einfach 2 lange und 4 kurze Striche oder so. Ja, Blindenschrift, Breil, ja. Ihr dürft aber auch nicht vergessen, das Kleidungsstück selber ist ein paar Zentimeter groß, so, dann ist das wirklich kaum aufzufallen. Aber natürlich ist es nicht gerade sinnvoll. Andererseits erkennt man Hummel dann halt schon, wenn das Logo da dabei ist. Ja, aber dann macht das einfach 5 Millimeter nach oben oder so. Da kann nicht so schwierig sein. Oder auf die rote Linie oder so. Ja, aber guck mal bei dem Bild, wo das Mädchen den Body anhat. Ja, ich gucke. Ja, da sieht man es. Ja, okay. Ja, ne, ja. Finde ich auch drauf an, wie ist das Stück Stoff? Also das ist auch nicht immer so einfach gesagt. Ja, naja, also ich hätte auch sagen, wir einigen uns darauf, ich hätte das so als Foto, nicht als Großaufnahme gemacht. Ja, aber auch bei dem Foto mit dem Mädchen ist das eh zu tief. Das sieht man da sogar noch besser als bei dem anderen. Ja, es ist halt ein Body, also ich kann jetzt hier keinem Kinderprodukt irgendwie 10 Punkte geben. Das ist ja so weit weg von meiner Lebenswirklichkeit, dieses Ding jemals
kaufen zu müssen, dass das für mich überhaupt keine Relevanz hat. Hier auf dem Bildschirm flackert mein Bildschirm, wenn ich es angucke. Also jetzt kein Witz, flackert wirklich mein Bildschirm von diesen kleinen engen Streifen. Weil es aussieht wie so ein Testbild. Aber selbst wenn ich jetzt Kinder hätte, wäre es, glaube ich, nicht meine erste Wahl. Also ich gebe dem Ganzen 5 Punkte. Was hast du gegeben, Tessa? Ich habe es gerade nicht aufgeschrieben, leider. Ich meine 8. Ja. Stummschaltung, danke, 8. Genau. Fehlt noch meins, ne? Jetzt ist die Frage, ob wir es als neues Produkt werten oder als wurde schon mal nominiert. Ich habe nämlich den Hoodie Müngersdorf, aber natürlich, weil ich bin, in schwarz. In schwarz. Natürlich. Es ist das letzte Produkt, das ich mir gekauft habe beim 1. FC Köln. Ich hatte noch einen Gutschein hier rumfliegen, deswegen habe ich dafür quasi nichts bezahlt. Ich finde den geil. Ich finde das super. Ich fand das T-Shirt schon geil in schwarz. Ich finde, der Hoodie sieht noch mal ein bisschen wertiger aus. Jo, in der Tat, wieder dieser Geistbock da unten links, haben wir jetzt schon 1000 Mal drüber gesprochen. Der wird bei mir auch zu Abzügen führen. Ich bin froh, es gekauft zu haben, weil es jetzt schon in meiner Größe nicht mehr verfügbar ist. Also das heißt, es scheint eine große Frage bei Menschen zu geben, die Kleidergröße S haben für dieses Ding. Ja, ich find's geil. Ich würde ihm 10 von 10 geben. Ja, mit dem Geistbock-Logo vielleicht eher 9 von 10. Wenn das noch irgendwie abkratzen könnte, dann wäre es eine 10 von 10. Oder schwarz wäre. Ja, aber ihr dürft jetzt wieder haten, weil wir haben ja schon rausgehört, ihr mögt bunte Mallorca-Kleidung und keine unauffällige schwarze. Jetzt will ich mal gut, also will ich jetzt nicht direkt dagegen schießen. Also der Pulli sieht gut aus. Ich bin eher der Rot-Weiß-Typ, aber finde hier auch in schwarz. Sieht cool aus. Das Logo haben wir drüber gesprochen. Ein Punkt Abzug für das Logo auf schwarz, weil das so dominant ist. Ein Punkt Abzug, weil die Kapuzen immer so klein sind. Man kann die nicht über ein Cap drüber, also jedenfalls nicht, wenn man so einen Eierkopf hat, wie ich jedenfalls nicht. Also ich kann das, kann ich dir versichern. Ja, ich gerade im Winter. Ja, und der hat eine Bauchtasche. Also deswegen 3 Punkte Abzug, 7 Punkte von mir. Sobald ihr Hundebesitzer seid, findet ihr Bauchtaschen super. Da kann man wunderbar die Kotbeutel reintun und hat die sofort griffbereit. Ist toll. Was war es jetzt? 7 Punkte? Korrekt. Ja. Ich finde okay. Das in Rot auch viel schöner, muss ich sagen. Also gibt's den in Rot, den Hoodie? Dann weiß ich nicht, aber wenn ich mir dann ein Produkt der Müngersdorf-Linie zulegen wollen würde, dann würde ich garantiert einen roten nehmen, weil schlichte Sachen, finde ich, beim FC sind einfach in Rot oder in Weiß zu halten und nicht in Schwarz. Und deswegen gibt es von mir leicht, also weil es auch auf dem ersten Platz hier genannt wurde, doch enttäuschende 3 Punkte. Euch mache ich nie wieder einen Podcast über Mode. Also wir stechen uns auf jeden Fall beide immer die Produkte richtig kaputt. Ja, richtig. Wir sind am Ende gewinnt da irgend so ein Handtuch wahrscheinlich. So, ist wahrscheinlich die bessere Lösung, wenn das Handtuch gewinnt. Sonst gibt's hier noch Tote gleich. Übrigens fände ich es auch geil, wenn es den Pulli in Rot gäbe. Wollte ich auch noch ergänzen. Also gibt's leider, glaube ich, nicht. Oder wenn, finde ich ihn nicht. Aber das als Hoodie in Rot fände ich geil. Also erstmal möchte ich mich wehren. Ich stehe nicht auf Mallorca-Farben. Ich glaube, bei mir stellt sich auch immer ganz klar heraus, dass ich auch eher Basics mag. Die dürfen auch rot sein, weil wir sind ja nun mal beim 1. FC Köln. Aber generell mag ich auch lieber ein bisschen Basic. Den Pulli finde ich cool. Als Katzenbesitzer hat man keine schwarzen Pullis. deswegen würde ich ihn dann, wenn, auch eher in Rot oder Weiß kaufen. Aber generell finde ich den cool und ich bin auch echt begeistert, dass du als ersten Platz so ein Ding raushaust. Ich hatte echt ein bisschen Angst, aber deswegen für den Pulli gibt's von mir 8 Punkte, weil alltagstauglich. Auf jeden Fall. Und im Alltag finde ich zum Beispiel schwarz auch besser als rot, allein weil ich dann seltener waschen muss. Ich habe eine Katze. Ich habe einen Hund. Ist also. Das nicht praktisch? Ja, mit Hund, der weißes Fell hat, genau das gleiche Problem eigentlich. Auch nicht praktisch. Aber ich finde, diese FC-Dinger, die sind nicht so statisch aufgeladen. Die sammeln gar nicht so viel Haare an irgendwie, habe ich das Gefühl. Da habe ich schon noch. Egal. Ja, okay. Gut, bei meinem Hund ist doch ein Unterschied. So, wollt ihr noch irgendwas irgendwie irgendwo ändern? Sonst kommen wir jetzt schon zur Punktevergabe. Ihr könnt gerne noch, wenn ihr wollt, Honorably Mentions raushauen. Ohne Bewertung dann von uns anderen. Aber wenn ihr noch ein Produkt so raushauen wollt, wo ihr sagt, da soll jetzt mal keiner mir das madig labern, dann dürft ihr das jetzt noch raushauen. Ich habe noch ein Produkt, was ich richtig cool finde, aber ich wollte es nicht nehmen, weil es irgendwie so, dafür habe ich den Schäbisch-Pulli genommen. Habt ihr die Christmas-Kugeln, die Christbaumkugeln gesehen? Ja. Die finde ich ziemlich cool. Also die würde ich auch kaufen oder auch verschenken. Augenblick, muss ich mal angucken. Christbaumkugeln.
Ich habe jetzt leider keinen Link, weil. Die Weihnachtskugeln-Vierer-Set? Nee. Ja, genau, mit Gold Merry Christmas. So. Ja, genau, ist halt wieder dieses Merry Christmas, ne? Ja, aber das ist doch geil. Mäh, wie Hennes? Mäh. Das passt ja auch zu Ed Mary, also. Insofern. Auch, ja, richtig. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich kriege immer echt Ausschlag, wenn ich bei verdammt lang her und so vorbeigehe, ja, und hereinspazieren, wie die alle heißen, diese ganzen Friseursalons, ja, und deswegen ist Merry Christmas, finde ich auch wirklich. Jetzt checke ich das erst mit dem verdammt lang her. Ja, ja, klar, okay. Verdammt lang her mit H-A-I-R, ja. Ja, okay. Genau, reim mich, aber ich schlag dich. Genau, ja, also da gibt es hier ganz viele. Und ich habe noch, ich fotografiere die immer, ich habe bestimmt noch 10, 15 bescheuerte Friseurladen. Namen, meine ich. Und solche Wortspiele finde ich echt, also... Herrlich. Ach, nee, Leute, echt nicht. Sorry. Aber sonst, also die goldene mit dem Geißbock würde ich nehmen. Und die rote natürlich auch. Eher die rote als die goldene. Aber eigentlich beide. Aber die mit dem Merry Christmas würde ich dann eher runterfallen lassen. Ja, also ich finde, für 12 Euro ist das okay. Kann man auch mal verschenken dann. Ist jetzt nicht so teuer, dass man da irgendwie einen Dispo-Kredit für aufnehmen müsste, wie andere Sachen im Fanshop. Also... Finde ich okay, ist witzig, würde ich mir sogar einen Baum hängen, die vier Dinger da, wenn ich einen Baum hätte, habe ich natürlich nicht. Ja, ist okay, also, habe ich nichts gegen. Jetzt haben wir einen geteilten ersten Platz mit der genau gleichen Punktzahl. Da müssen wir noch mal ein Stechen gehen gleich, liebe Freundinnen und Freunde. Aber erstmal würde ich jetzt einfach die Endplatzierung vorlesen. Wir haben immer geteilte Plätze, also den fünften Platz. Nee, ich fange mal anders an. Auf dem letzten Platz ist so ein wunderschönes Produkt gelandet. Auf dem letzten Platz ist der Premium-Schal Schwarz Antra gelandet. Das prangere ich sehr, sehr stark an. Leider hat die Twitter-Umfrage mir da auch nicht recht gegeben, aber das ist alles manipuliert. Das ist wie die WM-Vergabe nach Katar. Kann man ja alles nicht ernst nehmen. Also letzter Platz ist der Premium-Schal Antra. Dann folgt auf dem vorletzten Platz das Aufwärmtop 2022. Die Badeschlappen blau, der Schäbisch Pullover, der Hoodie Universitätsstraße, T-Shirt Hoodie oder Hoodie Schwarz-Erlenweg und die Steppjacke rot. So, das waren die, die nicht in die Endwertung reingekommen sind. Dann gibt es einen geteilten fünften Platz. Den fünften Platz teilen sich die Cap 940 Heather Gray und der Wendehut Vereinsstraße. Das heißt, die Leute dürfen sich entscheiden auf Platz 5. Ob sie lieber den Mallorca-Hut tragen wollen oder lieber so eine edle schwarze Cappy, die man auch im Alltag tragen kann und nicht nur auf Auswärtstouren halbwegs kleidsam sind. Auf Platz 4, den teilen sich jetzt sogar drei Produkte, der Windbreaker Sportstraße, der Baby Hoodie Böckingstraße und der Hoodie Müngersdorf Schwarz. Ist Platz 4 geteilt. Allesamt mit 18 Punkten. Platz 3 ist nicht geteilt. Platz 3 ist ein einziges Produkt. Und zwar auf diesem Platz ist die Polijacke 2022. Yay. Platz zwei teilen sich insgesamt sogar vier Produkte, nämlich der Grau-Lebe-Hoodie, der Schal, die Macht am Rhein, die Heimstutzen-Ringe und der Baby-Body-Testbild, Streifen, meine ich. So, das heißt, jetzt haben wir ein Stechen, um den endgültigen Gewinner zu bestimmen. Das heißt, ihr dürft euch jetzt entscheiden, ob ihr, also ihr habt nur eine Stimme und dürft euch zwischen einem der beiden Produkte entscheiden. Und zwar sind auf dem geteilten ersten Platz mit jeweils 24 Punkten das Badetuch-Blockstreifen und das Müngersdorf-Shirt rot gelandet. Erstmal Applaus für diese tollen Produkte. Also FC, du hast auch gute Sachen im Kopf. Und jetzt müsst ihr aber ein Stechen gehen. Einen von beiden müsst ihr jetzt eure Stimme geben. Wer wird der Sieger 2022? Jetzt bitte. Stimmen Sie jetzt ab. Schreibt es euch mal eben auf, damit ihr euch nicht gegenseitig manipulieren könnt oder euch überzeugen lasst von anderen Leuten. Schreibt es euch mal irgendwo auf oder entscheidet euch schon mal in Gedanken und dann sich nicht umstimmen lassen hier. Also, Tessa, Badetuch oder Müngersdorf-Shirt? Boah, das ist echt schwierig, weil man könnte das ja auch total gut zusammen anziehen. Ne? Also, meine ich das, auch. Ne? Sommeroutfit. Also, das ist ja wirklich schwierig, weil das zwei komplett verschiedene Artikel sind. Meinst du, das ist das gleiche Rot? Oder meinst du, der FC hat zwei verschiedene Rots? Das kommt immer ganz drauf an. Eigentlich gibt's nur ein Rot. Ich müsste das jetzt nebeneinander sehen. Aber das sind halt einfach wirklich beides total gute Artikel. Boah. Jetzt muss ich auch noch anfangen. Und
kann mich nicht manipulieren lassen. Das Handtuch kriegt den Punkt, weil es einfach klassisch ist, zeitlos. Müngersdorf, demnächst spielen wir in Ports oder so, da ist dann Müngersdorf auch nicht mehr cool. Ist natürlich Spaß jetzt von meiner Seite. Aber nee. Marsdorf, das ist die neue Marsdorf Edition. Nee, aber da Marsdorf haben wir doch dann nur das Geisbockheim 2.0. Ja, das stimmt, ja. Zwischen Obi und Decathlon. Genau. Nee, deswegen, ich nehme das Handtuch, weil es einfach klassisch zeitlos. Aber ich weine auch dem T-Shirt ein bisschen hinterher. Es ist sehr schwer. Sorry. Ja, Jan-Lukas. Also ich bleibe bei dem von mir vorgeschlagenen Handtuch. Auch weil es eben für immer einfach, du wirst es immer gut finden. Das wird jetzt irgendwie nicht, man wird es nicht daran satt sehen. Also für mich relativ klar auch schön zu verbinden mit den nächsten Reisen. Hat man immer den FC dabei. Ich bin beim Handtuch. Daniel, 3-0 oder 2-1? Ja, ich habe ja das T-Shirt vorgeschlagen und einfach, ich verstehe das. Ich finde auch, dass es war für mich selbst, obwohl ich das T-Shirt vorgeschlagen habe, schwierig zu entscheiden, weil ich finde das Handtuch auch richtig geil. Allerdings habe ich einfach gute Erlebnisse in diesem Jahr mit dem T-Shirt gesammelt und es ja auch selber vorgeschlagen und deswegen zur Ehrenrettung würde ich jetzt 55% zum T-Shirt und 45% zum Handtuch tendieren, obwohl ich das auch gut finde und dementsprechend das rote Müngersdorf T-Shirt wählen. Ja, dann haben wir jetzt ein Problem, weil jetzt steht es 2-2. Ich nehme auch das T-Shirt, was soll ich mit dem Handtuch? Also klar ist das nice, aber es ist ein Handtuch, also ein Handtuch. Also ich würde tatsächlich vorschlagen, Gewinner ist die Badekombination T-Shirt mit Handtuch über der Schulter. Ja. Und damit in Nizza, geil, genau. Am Kieselstrand. Ja. Ja. Da liegst du aber keine 2 Sekunden auf diesem Handtuch, ey. Ich habe die Probe gemacht, sowas saumäßig Unbequemes. Ja, ich war da schon mal vorher auf Klassenfahrt. Nizza kann man nicht chillen, das ist vollkommen richtig. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich hatte da schöne Strandtage. Aber hast du auch gelegen auf dem Kiesel? Oder? Sicher. Das Schlimmste war nur dann ins Wasser zu gehen. Das fand ich unangenehm. Aber das Liegen fand ich okay. Okay, dann hast du da, weiß ich nicht, andere Knochen als ich. Ja, also wir machen ganz salomonisch die Strandkombination aus Badetuch, Blockstreifen und Müngersdorf-Shirt rot. Trotzdem Strand Edition. Genau. Trotzdem Strand. Genau, trotzdem Strand. Wer jetzt zum Beispiel an den Strand gehen würde, der würde trotzdem Strand machen. Ansonsten seid ihr schon mal bestens ausgestattet für den Sommer 2023. Dann Klimawandel bald auch in ihrer Nähe. Und damit sind wir mal gespannt, wo wir hin ausgelost werden, wenn wir uns wieder für Europa qualifizieren, an welchen Strand, welche Strandstadt. Wenn ihr noch Wünsche habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr vielleicht alle mal zur Ehrenrettung des Premium Charles Schwarz Antra in die Kommentare kommt und da alle sagt, dass die anderen hier keine Ahnung von nichts haben. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Und das war unsere kleine Weihnachtsfolge. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen inspiriert, was ihr mit eurem Weihnachtsgeld machen könnt. Ich werde mich noch im Einzelnen jetzt bei den Gästen und Gästinnen bedanken, aber nochmal ihren Twitter-Handle sagen, damit ihr auch wisst, wen ihr da auf Twitter stalken könnt und ihnen entweder Lob oder Beleidigung für ihren Geschmack entgegenbringen könnt. Das war einmal der Jan-Lukas auf Twitter, der @passwinkel. Jan-Lukas, danke, dass du da warst. Gerne, gerne. Genau, und die Abstimmung ist aber auch bei 60% jetzt nur noch, ne? Also trotzdem noch klarer Vorzug für Hut, aber Vorsprung ist leicht geschrumpft. Es gibt noch einen Endspurt, ich sehe es. Ja, aber ihr habt Dennis gesehen, hat dass der Bescheid gesagt. Ihr habt aber gesehen, dass der Ruhrpott-Hennis euch zustimmt, ne? Das ist eigentlich dann schon die Disqualifikation für alle Geschmacksfragen. Naja, jedenfalls danke, sehr gerne, immer gerne wieder. Genau. Bekannt von fc.com und mit Rasenfunk-Meriten ausgestattet. Bekannt von Twitter, dem Kölschen Straßenkarneval und diversen Auswärtsfahrten ist hingegen die Tessa auf Twitter als @_Marie. Oh Gott, Entschuldigung, meine Stimme macht endgültig schlapp. Mit ganz vielen Is und Es. Danke, dass du da warst, Tessa. Danke für die Einladung und ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ich wünsche auf jeden Fall. Am 24.12. um 0 Uhr. Perfekt. Perfekte Zeit zum Podcast hören. Ich wünsche allen eine frohe Weihnacht.
Und dann vom Team trotzdem hier war auch der Daniel da, auf Twitter der @DanielGehmann oder besser bekannt als Beffen Staumgart. Danke auch an dich, Daniel. Vielen Dank an die Gäste, euch allen, die es gehört habt. Schöne Weihnachten, entspannte Tage, einen guten Rutsch und wir hören uns im nächsten Jahr. Genau, da kann ich mir auch nur anschließen. Mein Name ist Dennis, ich bin auf Twitter der @KYLennep. Ich grüße alle Schülerinnen und Schüler, die bis hierhin durchgehalten haben. Nein, ich habe eure Arbeiten noch nicht korrigiert und werde das auch erst in 10 Tagen oder so anfangen, weil ich habe jetzt Weihnachtsferien. Ja, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch. Ihr habt ja heute Inspiration bekommen, was ihr mit eurem Weihnachtsgeld so tun könnt. Was ihr aber auch tun könnt mit eurem Weihnachtsgeld, wäre uns eine kleine Spende zukommen zu lassen. Falls ihr dazu Lust habt, um unsere Kosten uns so ein bisschen zu helfen, zu decken, dann könnt ihr das tun, wenn ihr auf www.trotzdemhier.de/spenden geht. Da findet ihr einen PayPal-Link und auch einen Coffee-Link und könnt dann da, wenn ihr wollt, 1-2 Euro in unsere Richtung schießen. Wie gesagt, hilft die laufenden Kosten dieses Podcasts hier zu decken. Das soll es von uns gewesen sein. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir hören uns wieder mit der Vorschau auf die Saison, wenn es weitergeht mit der Rückrunde. Bis dahin, bleibt gesund, macht das gut. Tschüss. Tschüss.